So, jetzt aber. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Ich würde jetzt sagen Let's Play, aber irgendwie folgendermaßen. Ich nehme mit Shadowplay auf, das bedeutet ohne irgendwie technischen Schnickschnack oder so ein Geschiss. Von daher ist es, gucken wir mal, wo wir langkommen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe mit einem zweiten Account mal angefangen und wollte es einfach mal checken und testen. Hinterfragen wir das nicht. Ich wollte einfach mal die Story so ein bisschen mitnehmen. Ich habe mir auch schon ein paar Regeln dazu überlegt, wenn ich die noch zusammenkriege. Hinterfragen wir das nicht. Oh, Statue der Sieben! Überall im Land sind Statuen der Gottheiten verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. Die Gottheiten beherrschen die verschiedenen Elemente, die ihr kontrolliert. Diese kontrolliert den Wind. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Gott des Windes der ist, den du suchst, aber natürlich bringe ich dich nicht ohne Grund in das Gebiet dieses Gottes. Alles klar, wir sind also hier gelandet, da vorne am Strand. Ich habe jetzt mal ein Mädchen genommen. Und... Ja, dein Bruder ist ganz bestimmt genau, was abgeht. Auf jeden Fall, ich habe schon ein bisschen was im Tee, aber ich krieg's irgendwie zusammen. Ja, halt mal die Fresse, Paimon. Folgendermaßen, ich wollte mal von vorne anfangen mit dem Wissen, was ich jetzt besitze, weil der erste Account auch ein bisschen holpriger Einstieg war. Ich fange jetzt nicht komplett von vorne an. Das bedeutet, mein Main-Account existiert noch. Den werde ich auch benutzen. Aber für die Story kannst gleich zur anderen Seite schwimmen. Ja, ich weiß, Tutorial. Bedeutet, wir werden hier die Main-Story ein bisschen zusammen machen. Ich versuche so viel wie ich kann an Dingsbums zu kriegen. Natürlich free to play. Mach viele Gebete und so ein Geschiss. Und versuche dann einfach irgendwie die Figuren, die wir kriegen. Kriegen wir. Und die, die wir kriegen, da könnt ihr euch so ein bisschen auswählen, wen ich so zeige und benutze. Für das Let's Play. Wird aber jetzt kein großes Gefarme, indem ich irgendwie das und das ausmaxe. Sondern ich nehme das Beste, weil ich mach das Beste von dem, was ich kriegen kann. So, dass ich zumindest ein bisschen von der Story mitnehme. Ja, wir haben jetzt irgendwas Besonderes bekommen. Das ist mal wieder so typisch. Wir kommen, was? Belohnung für Abenteurerstufe und Erkundungsbelohnung. Wunderbar. Abenteurerstufe 2. Oh, du hast Element der Welt gespürt. Sieht aus, als müsstest du die Statue gewinnen, das Element Tara Animokraft zu erhalten. Die Wesen in dieser Welt kommen nicht so einfach an ihre Kräfte, musst du wissen. Das Ganze ist ziemlich seltsam. Seltsam? Du hast die Macht der Götter, zu verdanken. Wenn du von hier aus weiter nach Westen gehst, triffst du auf die Stadt Freiheit, Mondstadt. In Mondstadt huldigt man dem Gott des Windes. Sie ist auch die Stadt des Windes. Vielleicht findest du ja dort Spuren. Schließlich hast du diese Kraft von der Statue hier bekommen. Außerdem sollte es Mondstadt viele Baden geben. Vielleicht hat Anja von deinem Bruder gehört. Lass uns, gehen wir es an. Die Elemente dieser Welt haben auf deine Gebete reagiert. Ich denke, das ist ein wahrhaft gutes Zeichen. Super. So, gedrückt halten. Ja, kennbar. So, Y mit Spezialfähigkeit. Und tschüss. Wunderbar. Wir werden jetzt mit Errungenschaften typisch zugebombt. Paimon ist ganz neidisch. Paimon will auch solche tollen Kampfkünste drauf haben. Wunderbar, wo haben wir noch was bekommen? Also haben wir hier Ankündigung, ganz viel Stuff. Von mir aus, das kenne ich. Fair Use Erklärung, Pipapo, Capre Diem, etc. Wunderbar. Tastenbelegung einsehen, ja, das kennen wir alles. Warte mal, muss ich die Einstellung neu machen? Nö, ne? Nee, es ist meine Einstellung, die ist okay. Geburtstagsgrüße, alles klar, okay. Ach stimmt, ich habe den Geburtstag auf heute eingegeben, um zu gucken, ob es überhaupt irgendwas gibt.
Torte für Reisende. Okay, eingelöste Belohnung. Okay. Warte mal, dann können wir das löschen. Das können wir löschen. Ganz viel Stuff. Haben wir abgeholt. Machen wir eine Umfrage. Ja, das mache ich irgendwann offscreen. Das ist persönliche Meinung, drauf geschissen. Einzige Problem, was ich ein bisschen komisch finde. Hallo? Hey! Warum läuft der Stream noch? Warum ist mein Game nicht im Dingsbums? Moment. Ich will nicht, dass die Vorschau pausiert wird. Keine Ahnung. Ist egal. Ich bin in der Discord-Lobby, da war jemand drin. In der Aufnahme. Okay, wir können hier ganz viel Zeug machen, aber erst ab Abenteurerstufe 20. Habe ich natürlich auf meinem Main-Account schon alles gemacht, ne? Das ist klar. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich streame. Erstmal nachpumpen. Wir müssen jetzt zum Mond. Wir müssen am Mondstadt reisen, das ist okay. Problem ist hier irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme auch seht oder nicht, irgendwie ruckelt es ein bisschen. Das ist immer der Fall, komischerweise. Oh! Riesendrache! Ich weiß nicht, immer wenn man Genshin Impact eine Zeit lang den Dingsbums drückt. Hast du mich gerade geschlagen? Du elender Knödel. Okay. Elementenergie wird aufgenommen. Ja, das kennen wir alles. Wunderbar. Problem ist, irgendwie immer, wenn du die Nachrichten öffnest im Spiel, dann gammelt das Spiel irgendwie eine Zeit lang herum. Wir werden hier mit der kleinen Blonden die ganze Zeit rumlaufen. Anemo-Siegel, ja, von mir aus. Hier gibt es viele Sachen zu sammeln. Muss ich mal gucken. Eichhörnchen! Haha, getroffen, du Lümmel! RIP Eichhörnchen. Schreibt es in die Kommentare, RIP Eichhörnchen. Hier gibt es auch viel zu entdecken als Truff. So, machen wir mal die Truhe auf. Wir kriegen hier ganz viel Zeug. Ich werde jetzt irgendwie nicht großartig hier damit vergeuden, um irgendwie ganz viele Sachen zu kriegen. Aber ich nehme schon einigermaßen viel mit. Zumindest von der Story her. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ich einen Charakter finde. Ja, hier, Sascha, nimm den hier. Das passt schon. Und dann passt das schon. Wir haben jetzt ein Artefakt bekommen. Hallo, ich würde gerne Artefakte, danke. Erstmal ausgerüstet, das ist wunderbar. Und halt so ein Geschiss. Also wenn ihr jetzt irgendwie seht, oh, der Charakter, benutzt den, keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht, benutzt ihn einfach, dann werde ich das tun. Das ist okay. Werde ich berücksichtigen. Ich werde mir jetzt keine speziellen Charaktere und so nach dem Motto, was ist denn der aktuelle 5-Sterne-Charakter, nimm den doch, werde ich nicht machen, sondern das, was das Spiel mir gibt, könnt ihr benutzen. Und von daher, jo. Nee, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht oder nicht. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn du die Nachrichten öffnest, dass es da eine Zeit lang irgendwie ruckelt wie Sau. Und dann irgendwann hört es halt einfach auf. Das ist komisch. Oh, 30 FPS, das wird grausam. Hey, es ist irgendwie ganz komisch. Also das Spiel ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Machen wir Mittel. Und es ruckelt immer noch. Weißt du was, wenn ich jetzt das Spiel verlasse und wieder betrete, dann ist alles wieder okay. Ich weiß noch nicht warum.
Naja, auf jeden Fall, wir wurden von unserem Bruder oder Schwester getrennt, je nachdem, was ihr gerade spielt. Und dementsprechend würde ich sagen, ich gucke gerade irgendwie verlegen in eine Ecke, weil ich nicht weiß, was ich labern soll. Aber, jetzt muss man wieder einstellen. Jetzt hört es auf zu laggen. Also zumindest sieht es bei mir so aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so aussieht. Alles wunderbar. Es ist komisch. Elementar, Mauszeiger, wunderbar. Was? Drücke Input Action Type 6 und 5, um die Maus anzeigen zu lassen, damit der Button... Ja, ja, komm. Also wenn du hier das Tutorial liest, siehst du alles. Hier sehen wir eine kleine Cutscene, wie irgend so ein Typ mit einem Drachen spricht. Hoho, habe ich gespoilert, was du in Sekunden eh sehen willst. Wenn ihr die Story nicht sehen wollt, solltet ihr euch das Let's Play nicht angucken. Wenn ihr gucken wollt, wie scheiße ich das gerade formuliere, ich werde es wahrscheinlich richtig eklig teilweise machen. Oh, ein kleiner Mann redet mit einem großen Drachen. Hab keine Angst, ich bin doch wieder da. Spricht er mit einem Drachen? Nee, der flirtet. Okay. Der Drache hat auf irgendwas in uns reagiert. Das hat ihm nicht gefallen. Das kriegen wir hin. Das war knapp. Er hat uns fast weggeblasen. Paimon konnte sich gerade so an deinen Haaren festhalten. Danke. Nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Was ist überhaupt eben passiert? Paimon dachte schon, wir wären Drachenfutter. Kannst du mal aufhören, von dir in der dritten Person zu reden? Das macht dich nervig. Der Drache hat sicher etwas mit dem komischen Kerl zu tun, der ihn gesprochen hat. In dieser Welt gibt es also Drachen. Ja, Paimon versteht, dass du besorgt bist. Oh, was ist das? Den großen Stein leuchtet etwas Rotes. Sehen wir uns das von nahem an. Also wir sollen vorsichtig sein und du hast einfach kein gutes Gefühl, aber erstmal strakt hinlaufen. Das ist super. Ein solchen Stein hat Paimon noch nie gesehen. Paimon kann das nicht einordnen. Paimon vermutet aber, dass er gefährlich ist. Wir sollten ihn fürs Erste mitnehmen. Ja, ist immer gut. Gefährliche Sachen erstmal in die Tasche stecken. Jetzt haben wir ihn. Schleunigst weg. Gut. Ja, weiter geht's. Wir müssen jetzt erstmal den Weg hier entlang rennen. Und wieder eine Cutscene. Hey du, nicht so hastig. Ember! Ah, die Ember ist super. Ich mag die. Ich weiß nicht warum, aber... Ich finde ihn in Ordnung. Das war ein bisschen übertrieben. Möge der Windgott dich beschützen, Fremder. Ich bin Kundschafterin des Orde von Forus. Mein Name ist Ember. Du bist kein Bewohner von Mondstadt, nicht wahr? Sag, woher du kommst. Wir kommen aus deinem... Aus deiner Hosentasche? Beruhige dich bitte. Wir wollen keinen Ärger machen. Das sagen sie alle. Das klingt nicht nach einem hier geläufigen Namen. Und was macht das Maskottchen hier? Das ist nur was zum Knabbern. Hör auf, das ist ja noch schlimmer als ein Maskottchen. Ihr seid also zusammen auf Reisen, ja? Um Mondstadt herum wurde ein Drache gesichtet. Ihr solltet besser schnell in die Stadt gehen. Wir sind nicht weit entfernt. Ich kann euch dorthin begleiten. Schließlich bin ich ein Ritter. Ach so. Du bist gar nicht hier, um etwas anderes zu erledigen. Natürlich habe ich noch einen Auftrag auszuführen. Das ändert mich aber nicht daran, euch sicher in die Stadt zu führen. Außerdem kann ich euch nicht einfach so allein lassen. Ich weiß ja noch gar nichts über euch. Oh, das tut mir leid. Als edler Ritter sollte ich nicht so mit euch sprechen. Bitte vielmals um Verzeihung, fremde, ehrwürdigende Reisende. Es kann sehr gezwungen rüber. Hast du etwas gegen den Wortgebrauch aus dem Handbuch des Ritterordens? Ja, ja, wir haben jetzt Ember bekommen. Wunderbar! 4 Sterne, Ember. Super. Wir können jetzt zu Ember wechseln. Mit ihr können wir jetzt Piu-Piu machen. Piu-Piu! Super. Und... So, Figur Ember. Sieh nach, was für eine Waffe angelegt ist. Ein besseres Schwert. Wunderbar. Super. Ich bin ihr Reisegefährte und begleite sie auf der Suche nach ihrem Bruder. Jupp, wir suchen nach unserem Bruder.
Na gut, warten wir, bis ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Dann kann ich euch dabei helfen, Zettel für die vermisste Person zu verteilen. Super. Alles klar. So, kriegen wir hin. Ja. Wir müssen jetzt nach Mondstadt reisen, um erstmal die Was? Geh zu dem Ort, den... Ach, komm schon, ernsthaft. Habe ich das so verkackt? Wollte die uns nicht irgendwie... Ach so, stimmt, hier gibt es ja diese Teleportsteine. Boah, das ist, wenn man zu viel auf einmal will. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Ember, können mit Feuerpfeilen rumfeiern, feuern. Und werden wir natürlich auch brauchen, damit wir hier so Sachen aufmachen können. Ja, Feuer tut weh. Damit können wir irgendwelche Laubdinger weghauen. Was es damit auf sich hat, weiß ich selbst noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir das raus. Oder es ist einfach nur ein nettes Gimmick, ein kleines Detail. Auf jeden Fall werden wir ganz viel finden. Ja, wir machen erstmal den Teleportspunkt. Okay, kriegen wir hin. So, wunderbar. Am Anfang macht Genshin wirklich, wirklich viel Spaß. Das Problem ist, wenn du halt die Story erkundet hast, dann wird es schnell langweilig. Beziehungsweise musst du halt ziemlich viel abfarmen. So, hier gibt es immer viel Pyro-Effekte. Gegner betroffen und haben natürlich als Gegenstreich den Diluc genommen. Das war ja klar. Kann ich hier durchschießen? Ja, kann ich sogar. Oder? Kann ich nicht. Es war so klar. Na gut. Kriegen wir... Na komm schon, Ember. Ja, das ist heute der dritte. Hübsch. Das war doch ein Klacks. Ich muss aber zugeben, dass ich deinen Kampf, dass ich diesen Kampfstil von dir nicht gewohnt erwartet hatte. Für deine Unterstützung eben, wie hat es sich angehört? Locker, flockig. Wenn wir schon drüber reden, wieso tauchen Hisui überhaupt auf? Die Kreaturen schlagen ihre Lager normalerweise nicht so nahe an Städten. Genau, eigentlich sollten sie mehr in der freien Wildnis tummeln. Aber seit dem Auftauchen des Sturmschreckens haben sie die Ostplantage zerstört und die Handelswege gefährdet. Wenn die Stürme ausbrechen, werden immer einige verletzt. Deshalb hat der Ritterorden alle Hände voll damit zu tun, die Gebiete zu verteidigen. Die lästigen Dinge kommen also immer näher. Das stimmt, dafür haben wir heute wieder ein Lager beseitigt. Das ist schon mal ein Anfang. Und jetzt folgt mir. Als verantwortungsbewusster Ritter werde ich euch... Ja, ja, komm, ich bin so verantwortungsvoll und pipapo von mir aus. So, erstmal hier den ganzen Geschiss wieder sammeln. Fleisch und Äpfel, wunderbar. Je mehr Fleisch wir in Truhen finden, desto weniger Tiere müssen dafür leiden. Oder beziehungsweise ins Gras beißen. Hier ist noch ein Dungeon, sieht man schön auf der Karte. Ist alles gut. Warte mal, kann ich nicht noch hier? Hier müsste doch auch noch irgendwie eine Trulla rumstehen. Irgend so ein Survival-Spezialist. Huch, was ist das? Es duftet so gut. Lin, hallo. Was bereitet ihr? Oh, ihr seid Abenteurer aus der Gegend. Ja. Nein, wir sind nur zwei Reisende. Was bereitest du denn hier zu? Reisende? Ach so, willkommen. Ich bin Lin, die Überlebensspezialistin der Abenteurergilde. Wie ihr sehen könnt, übe ich mich gerade in der Kochkunst. Begib dich nur satt auf eine Reise, ist die Regel des Regelwerks zum Überleben in der Wildnis. Oh, ein Picknick, das ist toll. Meine Reisepartnerin versteht, was... Ja, ja, kriegen wir schon hin. You won't get a lot of chances like this to learn from a surf. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Ein Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Oh, darauf hätte ich jetzt auch Bock. So, warte mal. So, wir können hier Sachen zubereiten. Das bedeutet... Wir können jetzt eine Wurst zubereiten, es dauert 19 Minuten. So, fangen wir mal an. Und beim Gelben ist perfekt. Yeah, Schluggi. So, das kriegen wir hin. Das bedeutet, je öfters wir hinkriegen, wenn wir jetzt 5 von 5 von diesen Spießchen da geklatscht haben oder zubereitet haben, dann können wir die automatisch zubereiten. So, fertig, köstlich, probiere ich mal. Also knapper. Übertrifft meine Erwartung bei weitem. Du hast wirklich Talent. Ih, Paimon hatte also recht.
Mit deinem Talent kannst du sicher etwas Schwierigeres ausprobieren. Ich habe noch einige Zutaten in meiner Tasche, die ich dir geben kann. Sieh es als Geschenk für den Spieß an. Okay, das ist schon in Ordnung. Wenn man draußen im Freien die Augen offen hält, findet man viele Zutaten. Ja, also es liegt überall rum, muss es nur einsammeln. Abenteurer Stufe 4, das geht recht fix. Ich mir da bedenke, wie lange ich für Abenteurer Stufe von 47 auf 48 auf dem Main-Account gebraucht habe, war das nicht wenig. So, hab ich noch irgendwelche Aufträge? Nee, ich habe nur einen. Was sagt das Inventar? Oh, 10 Gebete. Das ist doch mal was. Das haben wir hier mal nix. Hier mal ganz viel Stuff. Wunderbar. Hier haben wir schon ein paar Sachen. Wunderbar. Hier haben wir zum Aufleveln. Wunderbar. Artefakte. Wunderbar. Und Waffen. Das ist doch auch schon mal was. Super. Gehe weiter bis nach Mondstadt. Wollen wir schon mal beten? Ich meine, warum nicht? Wir haben 10 Standardgebete. Die kannst du benutzen. Nee, kann ich noch nicht. Okay. Ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Ember Level 2. Ja, super. Ich werde mit der Weltstufe hier echt warten. Vielleicht werde ich überhaupt nicht aufleveln. Ich weiß nicht. Oder nur, wenn ich muss. Ich werde so viel von der Geschichte mitnehmen, wie ich kann. Auch wenn ich es nur vom Wissen her mache. Eigentlich ganz lustig. Darf ich euch vorstellen, die Stadt des Windes und des Löwenzahns, die Stadt des Hirtengesangs und der Freiheit. Reisende, die unter dem Schutz des Ordo Farosch, heiße ich euch herzlich willkommen in Mondstadt. Endlich müssen wir nicht mehr draußen übernachten. Die Leute hier scheinen aber nicht gerade in bester Laune zu sein. Das wird am Sturmstrecken liegen. In letzter Zeit dreht sich alles nur um ihn, aber solange Jean da ist, wird alles gut ausgehen. Jean, stellvertretender Großmeister des Ritterordens, mit Jean an unserer Seite können wir selbst ein Ungeheuer wie Sturmstrecken besiegen. Die Stämme scheinen ja beeindruckend zu sein. Ach ja, bevor wir zusammen zum Hauptquartier des Ritterordens gehen, möchte ich dir ein Geschenk überreichen, Grafilein. Hier, sieh es als Dankeschön für deine Hilfe beim Hirichiula. Wie bitte? Wo bleibt Paimons Geschenk? Du hast gar nichts gemacht, du wirst kaum etwas damit anfangen können. Dafür lade ich dich auf eine Portion Honigmehl und Fleischpfanne heute Abend ein. Eine Delikatesse aus Mondstadt. Yes. So, jetzt komm mit mir. Wir gehen zum höchsten Punkt der Stadt. Wunderbar. Okay. Nein, ich wollte doch hier runter. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken. Kann ich damit schon sprechen? Abenteurergilde, Abenteurerstufe holen. 2, 3, 4. Das ist schon mal super. 5 haben wir auch bald. So, was sagt denn die Karte noch? Oben links, Erkundungsbelohnung. Warum Erkundungsbelohnung? Keine Ahnung, ist egal. So, ich gucke erstmal. Herz der Quelle, Pack zum Katzenschwanz, erlebe eine völlig neue Trinkgenuss mit der Schankmaid Diona. Ah, interessant. Interessant, hier wissen wir also, wer also die Diona ist. Die Schankmaid, kann man da rein? Diona ist doch dieses Katzenmädchen. Kenne ich zufälligerweise, ist egal. So, ist eigentlich auch ganz lustig. Die Anna ist krank und wirft immer hier ihre Münzen rein für die Wünsche, dass es ihr gut geht. Und wenn du nachts hier bist, ist ihr Bruder dort und fischt das Geld raus, damit er Medizin für seine kranke Schwester kaufen kann. Elementreaktion, wunderbar. Haben wir gelesen. Und wenn wir das lesen, kriegen wir auch Urgestein. Man sieht natürlich nicht wie viel, aber ist okay. Ja, wir müssen uns nicht an Wege halten, weil ich meine, hallo, wir können hier klettern. Wer macht das nicht? Komm. Komm schon. Komm schon. Wer macht das nicht? Ihr kennt's, ich nehme es ungeschnitten auf, weil ich voll Idiot zu faul bin, irgendwelche Compilations zu machen oder mich da einfach partout weigere. Ich habe die Heizung angemacht, es ist schweinewarm. Warum sollte ich die Heizung anmachen? Mach ich mal lieber das Fenster auf. Ich habe das Anklipsmikrofon an, das hört man vielleicht an der Qualität. Aber ist mir egal, das reicht.
Sekunde. Oi. So. So, mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Das kriegen wir hin. Wie viel Uhr haben wir es? Das passt. Wo ist der höchste Punkt von Mond? Stuttgart. Warum ist der dort? Achso, die bringt uns jetzt das Gleiten bei, glaube ich. Was? Informant. Sie sollten jetzt alle relevant haben und trotzdem ignorieren sie. Oh, hallo Reisende. Hallo Weil. Was wird denn hier gemunkelt? Ach, Sarah will nur gern Pepperoni aus Liquor importieren. Sie sollen so scharf sein, dass selbst Barbara es nicht aushält und Barbara liebt Scharfes. Ich bin davon überzeugt, dass 86% der Leute rein gar nichts damit anfangen können. Nach all den Mühen, Pepperoni zu importieren, könnten wir sie nicht einmal verkaufen. Barbara mag scharfes Essen. Was? Das weißt du nicht? Und ich dachte, jeder im Mondstadt wüsste davon. Beispielsweise die Kundschafterin Amber auf einer Feier... Beispielsweise hat Kundschafterin Amber auf einer Feier extra Steaks zubereitet. Zumindest war das ihr Plan. Sie hat am Ende die ganze Küche des Ritterordens in Brand gesteckt. Sie hat zwar jeden mit größter Vorsicht darum gebeten, es nicht weiter zu sagen, aber mittlerweile weiß es jeder im Mondstadt. Deswegen schade es auch nicht, es dir zu sagen. So geht man also mit vertrauenswürdigen Informationen um. Das ist super. So. Gut, mein Geschenk an dich, ein Windgleiter. Als Kundschafter Mondstadt fliegt man damit durch die Lüfte. Auch die Bewohner der Stadt benutzen sie gerne. Ich wollte, dass du gleich von Anfang an siehst, wie toll der Gleiter ist. Oh, du musst diese Gleiter ja echt lieben. Der Wind ist nun einmal die Seele Mondstadts. Probier den Gleiter doch gleich mal aus. Er mag auf den ersten Blick sehr einfach erscheinen. Du solltest aber trotzdem auf meine Hinweise achten. Garantiert nicht. Auf jeden Fall, das ist gefährlich und funktioniert im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Ach, echt? Mach Sachen. Wow. Also, ich kann mit dem Gleiter privat auch durch die Lüfte fliegen. Das ist gar kein Problem. Nicht. Bitte nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Wie kommst du so schnell dahin, Amber? Kannst du mir das mal bitte verraten? Nein? Okay, dann nicht. Es passiert irgendwas Komisches. Der Himmel. Keine Angst, der macht nichts. Er fliegt nur spazieren. Oh, doch nicht. Er greift an. Ha, zum Glück haben wir den Gleiter. Welch Zufall! Oh, der will uns fressen. Okay. Habe ich das noch im Kopf? Ja, habe ich noch. Mit dem Windgleiter kannst du so lange in der Luft bleiben, das kannst du doch auch, Paimon. Ich habe ja jahrtausendlange alte Winde dazu gebracht, dir zu helfen. Nun stell dir vor, du könntest den Wind einfangen und mit ihm die Wolken wegstoßen. Wir müssen jetzt auf Dwalin-Sturmstrecken schießen, Entschuldigung. Ja, heißt so. Piu, 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 piu. Gibt's irgendwas? Nee, einfach nur drauf, die Sau. Das ist die Einführung sozusagen, obwohl so kannst du nie im Spiel fliegen. Nur in dieser Sequenz. Naja. Hat er irgendwelche Schwachstellen? Nein, ne? Na gut. Haben wir es geschafft, ihn in die Flucht zu schlagen? Er hat Mondstadt angegriffen. Das muss nicht sein. Warum hat er das getan? Naja, das ist ein Drache. Er wird schon irgendwie Böses tun. Vielleicht werden wir herausfinden, dass er doch nicht böse ist. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein Arschloch. Das wissen wir nicht. Tja, Amber.
Nee, nee, alles gut. Jetzt gib mir ein Küsschen. Wer ist das? Du hast also das Zeug, gegen einen Drachen zu kämpfen. Bist du ein Gast oder ein weiterer Sturm? Hast du mich gerade angebaggert? Sturmschrecken greift jetzt sogar das Innere der Stadt an. Kaya, Grafilein, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Wir müssen... Warte, Ember. Ich glaube, wir haben es noch nicht vorgestellt. Ah, das stimmt. Das ist Kaya, unser Rittermeister. Die beiden hier sind Reisende von sehr weit weg. Grafilein und Paimon. Von sehr weit weg also. Das war so... Ja, ja, Ember erklärt den ganzen Shit. Wir haben sie getroffen und blöd gelaufen. Ich verstehe. Wir heißen euch herzlich willkommen in Mondstadt. Leider kommt ihr zu einer recht unpassenden Gelegenheit. Nur zu gut verstehe ich den Schmerz der Trennung von der Familie Reisender. Ich weiß zwar nicht, warum ihr den Gott des Windes sucht, aber jeder hat so sein Geheimnis, nicht wahr? Alles gut, belassen wir es dabei. Kaya ist nicht schlecht, ist ein ganz cooler Dude. Jedenfalls würde ich gerne im Namen des Ritters Dank aussprechen. Wir können ja schlecht dastehen und gern geschehen. Wie wäre es mit einer Belohnung? Dein Kampf gegen den Drachen haben nicht wenige Bewohner der Stadt mit angesehen. Der stellvertretende Großmeister möchte euch beide gern persönlich sprechen, wenn ihr die Freude erweisen könntet, zum Hauptquartier des Ritterordens zu gehen. Wir wollen uns jetzt anwerben. Figurzierende, ja, wir können jetzt weiterer Sturm. Warte mal. Wir haben eine neue Errungenschaft bekommen. Nehmen wir natürlich mit. Wir brauchen so viel von dem Shit, die wir kriegen können. Händler und alles ist noch nicht freigeschaltet. Inventar. Wir haben einen 3-Sterne-Bogen bekommen. Den würde ich vielleicht gerne der Ember geben. Dann hat die schon mal etwas. Ansonsten geben wir der Reisenden erstmal... Set mit 2 Teilen erhöht die maximale Lebenspunkte um 1000. Das ist gar nicht schlecht für den Anfang. Aber da es der Anfang ist, kriegt es wohl jeder. 168 Urgestein, 10 von diesen Gebeten, 6 davon und eine Torte für Reisen. Ein Geschenk, das du an einem ganz besonderen Tag erhalten hast. Er ist ganz allein für dich, der hellste Stern. Möge den schönsten Ergebnis auf dein... Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, ich würde sagen, Dvalin ist sauer. Dann wollen wir mal mit dem Großmeister sprechen. Wir wissen ja, wer das ist. Wir können jetzt fliegen. Whee! Ich fliege wie eine Biene. Das mache ich super schön. Neue Nachricht. Okay. Wir haben neue Nachrichten. Wir haben die Nachrichtenfunktion freigeschaltet. Wunderbar. An Umfrage teilnehmen. Ja, das mache ich alles irgendwann mal in Ruhe. Hier geht es zum Ritterorden. Solltest du dir ansehen? Ja, dann lass mich bitte rein. Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Ja, aber manchmal nervt sie. Da will man sie zum Mond schießen. Aber manchmal ist sie auch ganz knuffig. Oho, hallo Süße. Warum sind die meisten Bräute hier blond? Jean, immer langsam mit den jungen Pferden. Wollen wir nicht erst auf sie warten? Sturmschrecken scheint auch außerhalb der Stadt unterwegs zu sein. Sobald wir sie getroffen haben, soll... Ganz ruhig, ich werde auch noch helfen. Oh, Lisa. Jean, Großmeister, ich habe die beiden hergebracht. Hallo Mädels. Und so hat sich das Ganze abgespielt. Mondstadt heißt euch willkommen. Dank sei den Winden, die euch hergeführt haben. Ich bin Jean, stellvertretender Großmeister. Dies ist Lisa, die Bibliothekarin des Ritterordens. Das ist super. Ach, seid ihr Süßen hergekommen, um uns unter die Arme zu greifen? Nicht nur unter die Arme. Vielleicht darunter die Kleidung. War natürlich nur ein Spaß. Aber wie niedlich ihr seid. Ja, deine 2 Argumente sind auch niedlich, Lisa. Entschuldigung. Nur allzu schade, dass ihr in solchen Zeiten zu uns stoßt.
Ich könnte jetzt... nein. Seit Sturmstrecken wieder erwacht ist, treibt er sich in der Nähe der Stadt herum und stiftet Unheil. Blöd gelaufen. Der Fluss der Elemente wurde gestört. Dieser empfindliche Kreislauf ähnelt nur nunmehr einem Wollknäuel in den Pfoten einer Katze. Er ist doch super. Für einen Magier ist dies das Schlimmste, was passieren kann. Meine Haut ist ganz rau. Meine Laune könnte nicht schlechter sein. Wir halten das jugendfrei. Wenn es diese Störung nicht gäbe, könnte der Ritterorden euch natürlich mehr als nur ein paar Zettel mit einer vermissten Anzeige bieten. Wir möchten euch bitten, eine Weile in Mondschein zu bleiben. Der Ordo von Forius wird sich um euer Problem kümmern. Paimon wird auch helfen. Das ist super. Gut, nun denn, wir sollten unser Vorgehen planen, Kaias kühler Kopf. Der Sturmstrecken-Mondstadt nun direkt angreift, haben wir die Möglichkeit, schwere Geschütze aufzufahren. Lisa könnte mit ihrer Magie die Quelle des Orkans auf die Spur kommen. Tatsächlich? Sie liegt in den Tempeln der vier Winde. Warum guckt ihr, als hätte ihr einen geballert? Egal, was für einen Hustensaft du nimmst, Lisa, ey, gib mir einen Schluck. Dass Sturmschrecken solche Stürme solchen Ausmaßes überhaupt erschaffen kann, liegt an den dort zurückbliebenen Kraft. Unser Ziel sind nun drei dieser vier verlassenen Tempel. Ich denke, jeder weiß, warum wir die Tempel vornehmen. Nein, Paimon nicht. Wir kümmern uns später drum. Meine lieben Ritter von Forius, die Zeit spielt gegen uns. Ein großer Sturm zieht auf. Es bringt nichts, alleine die Abwehrhaltung einzunehmen. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Lass uns zu den Tempelruinen aufbrechen. So, bedeutet, wir haben jetzt ordentlich was zu tun. Gebet, du kannst nun beten. Schicke deine Wünsche in die Welt und verschiedene Händler. Wunderbar, wir haben jetzt ganz viel freigeschaltet. Ja, ich denke mal, wir machen einen Auftrag nach dem anderen. Erstmal noch aller Ruhe. Jeder von den drei Lümmeln hat irgendwie einen Tempel, mit dem wir dann irgendwie rumeiern. Jean, Lisa und Dingsbums. Gebetsmenü. Okay, was haben wir hier? Wir kriegen hier ziemlich sicher die Noelle. 8 minus 10, 20%, das ist okay. Dann können wir Zhongli nehmen, das können wir nehmen, das können wir nehmen, das ist ganz gut. Wir haben ja ganz viele Nachrichten. So, Umfrage. Aber weißt du was, die nehmen wir ein. Machen wir es richtig. Wenn schon, denn schon. Umfrage zur Zufriedenheit von Genshin Impact. So, welchem Jahr wurdest du geboren? Ist kein Geheimnis. Ihr habt mich schon gesehen. Wie zufrieden? Es geht so, würde ich sagen. Was sind die Gründe für die Unzufriedenheit? Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Nein, keine neuen Aktionen. Man hat zu wenig Harz zur Verfügung. Und klingt jetzt doof, aber... Kritik muss sein. Die Respawn hatte. Welche der Figuren besitzt du aktuell? Keine von denen, auch nicht mit dem Main-Account. Welche Aussagen beschreibt dein Erlebnis Teilnahme ferne Sterne? Welche Aussagen beschreibt dein Erlebnis? Ich glaube, ferne Sterne habe ich ziemlich häufig. Welche Aussagen beschreibt dein Erlebnis ferne Sterne am besten? Ich teile mir meinen ursprünglichen Schatz extra für die Teilnahme an der Aktion ein. Ich teile mir nicht mehr extra, sondern nehme es, wie es kommt. Habe ich, glaube ich, damals gemacht. Wie zufrieden bist du? Es geht so, würde ich sagen. Die Handlung war eigentlich... Wie zufrieden war es? Die Handlung war... Das habe ich sehr zufrieden. War ziemlich geil. Zeitaufwand und die Belohnungen waren auch ziemlich gut. Allgemeine Schwierigkeit der Kämpfe waren in Ordnung. Allgemeines Vergnügen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das ist das Problem. Das Problem, was mich bei Ferne Sterne abgefuckt hat, war, dass es einfach zu viel Harz gekostet hat. Bei einer Belohnung, wo du richtig viel Harz ausgeben musst, das ist nicht so.
Leider ja, habe ich damals gemacht, dafür habe ich sehr viel Harz ausgegeben und konnte da wirklich eine Woche nichts anderes machen. Welche Art von Ballon besonders haben wollen? Eigentlich wollte ich die Fischel haben, die habe ich ja jetzt nicht mitgemacht. Wie gut weißt du über die Stadt? Ich weiß, dass es einige Figuren bei der Aktion einen Bonus gibt, 60% mehr Schaden. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich weiß, dass die Aktion bestimmte Weltaufträge, pipapo, ja komm, sind wir mal hier zufrieden, schleimen wir mal ein bisschen Honig ums Maul. Sehr zufrieden, trügerische Träume war ich recht zufrieden, Phase 3 war ich nicht zufrieden, weil es einfach zu viel Harz gekostet hat. Dann würde ich auch sagen, trifft bei Schwierigkeitsphase trügerische Träume. Ich orientiere mich an dem Ertrag, selbst wenn ich orientiere mich an der Schwierigkeit, selbst wenn es weniger Ertrag gibt, schließe einen Kompromiss. Nee, wenn, dann muss ich das lohnen. Dann hast du Phase 2 der Figuren benutzt, die ist für den. Ja, ich habe extra Figuren mit dem Bonus aufgeschüttet. Nein, aber ich habe vorhin meine eigentlichen Aufstellungen verwendet. Zufälligerweise war eine Figur mit dem Bonus dabei. Als ich das gemacht habe, war die Mona mit dabei. Und die Lisa. Lisa kriegst du ja sowieso als Charakter später, die Mona aber halt ein Lucky Pickup. Was hat dir in Phase 3 abzuschauen, besonders wenig gefallen? Bei der Abgabe wurde ich immer wieder unterbrochen. Nein. Man erhielt beim einzelnen Kampf nur sehr wenig Essenzen. Das war nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Aktion überhaupt so viel Harz gekostet hat. Ich persönlich finde, Aktionen sollten nicht in das Spielgeschehen eingreifen, sollten nicht zusätzlich unterhalten, weil es eine zusätzliche Aktion ist. Aber ich finde, auf die Harzausgabe, das kann man halten, wie man will, Harzausgabe bei Aktionen muss nicht sein, weil das Harz ist sowieso in meinen Augen zu happig. Ich meine, du brauchst das Mindeste, was du ausgeben kannst, sind 20 Harz für eine Blüte oder für eine Sphäre oder 40 für einen Elite-Boss oder 60 für einen Wochenboss und du kriegst alle 8 Minuten ein Harz respawn. Das ist ein bisschen, selbst für Mobile-Verhältnisse ist das ein bisschen arg. Hast du Phase 3? Himmlische Energie abgeschoben, mehr Spielermodus teilgenommen. Ja, aber der war nicht so geil. Weil ich da jemanden hatte, der irgendwie so eine schlechte Internetverbindung. Ich hatte es zweimal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bei dieser Herausforderung da, Aktion im Stream, habe das ja teilweise mitbekommen, beziehungsweise habe ich es ja erzählt, da konntest du halt Kampfdinger hier begegnen. Es hat auch Spaß gemacht, die Dinger, die Kämpfe selbst zu machen, auch im Mehrspielermodus. Aber ich hatte, glaube ich, drei Leute, die zu Besuch waren, bis ich gemerkt habe, ich lasse es lieber, weil die so schlecht die Internetverbindung hatten, dass die Gegner waren stärker, aber im Endeffekt habe ich alles selbst gemacht. Und der andere hat vielleicht zwei, dreimal drauf gehittet und hat dann nichts gemacht. Also ich hatte da wirklich entweder grenzdebile Leute oder wirklich Leute mit einem Ping von 300 bis 400 Millisekunden. Da denke ich mir so, ne. Da habe ich es lieber selbst gemacht. Warum hast du Phase 3, Besiegen von Gegnern, kaum oder gar nicht im Mehrspielermodus teilgenommen? Man kann, wenn man es mit Fremd spielt, sehr schwer zusammenarbeiten. Ja, im Mehrspielermodus erhält sich mein Gerät. Nein, manchmal konnte ich nach den Kämpfen keine Belohnung sammeln. Das stimmt auch nicht. Ich wurde häufig aus der Truppe geworfen, was mir nicht gefallen hat. Spiel lieber einzeln. Die Kommunikation im Mehrspielermodus ist sehr träge. Ja, das stimmt. Du musst irgendwie, bei mir ist es halt der Xbox Button, den ich lange drücken muss, da muss ich X drücken, da muss ich die Message eingeben, da muss ich A drücken, um die Message abzusenden. Das ist einfach viel zu umständlich. Ein Voice-Channel wäre ziemlich geil, aber es gibt nicht genügend Teilnehmer. Effizienz und Erträge sind im Mehrspielermodus geringer. Ja, das stimmt. Und zwar im Mehrspielermodus sind die Gegner viel stärker, aber du kriegst aber nicht mehr Belohnung. Du bist zwar zu zweit, aber ich finde es ein bisschen schade. Ich fände es geil, wenn man zum Beispiel im Mehrspielermodus mehr Bonis bekommen würde. Zum Beispiel, man macht eine Blüte auf, du bist als Mehrspielermodus bei deinem Kumpel, musst keine 20 Harz, sondern 10 Harz bezahlen oder 15, irgendeinen kleinen Bonus kriegst du. Oder zum Beispiel, der Host muss sein Harz ausgeben, kriegt auch die volle Belohnung. Nur der Spieler, der hilft, kriegt einen kleinen Bruchteil als Dankeschön geschenkt. Das wäre eine Option, wo man den Mehrspielermodus richtig pushen könnte. Aber so, mein Problem ist halt, in dem Spiel wird so stark drauf
gepusht, dass man ja nicht zu viel Harz bekommt. Genauso das mit dem angereicherten Harz. Es ist zwar schön, dass du dir angereichertes Harz ins Inventar mittlerweile selbst erstellen kannst. Du musst 300 Mora ausgeben, du musst 40 Harz ausgeben, du musst eine Kristallflasche aufwenden, um dir angereichertes Harz in dem Inventar zu holen. Dann machst du einen Dungeon und das angereicherte Harz kannst du dann anstelle von Harz benutzen, um die Belohnung einzusammeln, und die Belohnung kriegst du dann auch doppelt so viel. Das klappt aber auch nur bei Speeren oder bei Blüten, die nur 20 Harz kosten. Das bedeutet, das Einzige, was du machen kannst mit diesem angereicherten Harz, ist abzuwägen zwischen, ich mach den Dungeon einmal oder ich mach den Dungeon zweimal. Also du kriegst an sich die doppelte Belohnung, musst aber auch das doppelte Harz ausgeben. Das bedeutet, es wird so penibel darauf geachtet, dass du ja nichts mehr kriegst. Da denke ich mir so, das ist total dumm. So wie Drofen findest du die Aktion Ferne Sterne. Ich finde, manchmal in der Effizienz kämpfen, den ganzen erhöht, muss ich sagen, nein. Du kriegst nicht mehr Loot, die Gegner sind stärker. Das bedeutet, wenn dein Mitspieler keine nicht perfekt Dingsbums, nicht besser Equipment ist als du, merkst du keinen Unterschied. Und das ist ein bisschen schade. Mehrspieler sollte es immer mehr. Und es vielleicht ein bisschen mehr. Ich finde, dass der Mehrspieler-Modus in der ganzen Aktion mehr Spaß bringt. Ja, wenn er nicht so unausgereift ist. Wenn der ein bisschen ausgereifter wäre und mehr Bonus bringen würde, auf jeden Fall. Je mehr Spielertruppen, in mehr Spielertruppen ist die Teilnahme an der Aktion effizienter. Nein, sorry, aber es ist praktisch, sich mit seinen Truppenkameraden im Mehrspielermodus bei den Aktionen unterhalten zu können. Überhaupt nicht. Man arbeitet während der Teilnahme in der Aktion gut in Mehrspielertruppen zusammen. Es ist schwierig. Wahrscheinlich schon. Ich mag das Spiel an sich selbst. Vielleicht würde ich sagen, weil das Hard-System doch sehr happig ist. Gibt es sonst noch was bei Version 1, womit du besonders zutreffend oder unzufrieden bist? Sekunde, Kristallflasche dafür, dass man an sich nichts Bonus bekommt außer Zeit, ist eher ein Placebo als eine wirkliche Verbesserung am Harz. System. Die Masse des Raisins ist nicht das Problem, eher die Respawn-Rate ist zu limitierend und bremst. Generell finde ich viele Limitierungen in dem Spiel einfach saunervig, allein auch die Wochen-EP. Wenn du den Battle Pass freigeschaltet hast, kannst du maximal 10.000 EP nehmen. Und das ist einfach ultra nervig, wenn du dir echt den Arsch aufreißt, um die Monats- und die Wochen-EPs so schnell wie möglich zu bekommen. Und dann kannst du nicht mehr als 10.000 Belohnungen im Battle Pass einsammeln pro Woche. Also du hast sehr, sehr viele Limitierungen. Selbst wenn du Kohle ausgibst, hast du Limitierungen, weil du nur 5-mal am Tag dein Harz aufladen kannst. Da muss ich sagen, das muss nicht sein. Von daher, das ist meine Meinung. Ich bin da, wie gesagt, auf der einen Seite so Umfrage teilnehmen. Nächsten, wir wollen natürlich Urgestein mitnehmen zur Paimons Umfrage. Ja. PC, für PC ist das nichts. Wie lange spielst du Genshin am folgenden Geräten? 1 bis 2 Stunden. Im Endgame ist einfach das Problem,
dass du, wenn keine Aktion läuft, hast du deine Farmroute von Artefakten, die ist in einer halben Stunde abgegrast. Innerhalb, wenn du gut Equipment ist, halbe Stunde, hast du dein tägliches Harz aufgebraucht, obwohl 160 Harz sehr schnell aufgebraucht sind. Du brauchst 23 Stunden um den Shit oder 21 Stunden und 55 Minuten ungefähr irgendwie, um Dingsbums, um das zu respawnen. Das ist echt zu wenig für einen Tag. Das ist irgendwie meh. Wie gut kennst du dich mit der Kultur in Animes und Mangas aus? Kenne ich, aber ich habe damit nichts zu tun. Kenne ich. Manchmal sehe ich mir was in dem Bereich an. Ich bin eigentlich ein großer Fan davon. Hast du schon einmal Mangas gelesen oder Animes gesehen? Ja, in der letzten Zeit sehr häufig. Ich gucke gerade sehr viel Dragon Ball Z, Dragon Ball GT gucke ich mir noch teilweise an. Bin aber aktueller Verfolger von Dragon Ball Super. Naruto gucke ich immer noch sehr gerne, auch wiederholt, weil es einfach super ist. Boruto ist nicht so mein Fall. Die Pokémon-Filme sind genial, die Serie ist für den Arsch. Aber, warte mal, kann ich zurück? Nein! Das wollte ich nicht teilnehmen. Fuck. Egal, kriegen wir hin. 1-2 Stunden. Bin großer Fan davon. Hast du schon mal? Ja, in der letzten Zeit sehr häufig. Generell auch One Piece gucke ich auch sehr gerne. Welche Art von Spielen hast du in den letzten Jahren am meisten gespielt? Spiele im Anime-Stil? Nein. Casual-Spiele, MOGA-Spiele auch nicht. Das habe ich gespielt. Devil May Cry, Nier Automata habe ich gespielt. Beide sehr geile Games. Strategie habe ich auch ziemlich häufig auf dem PC gerne gespielt. Battle Royale, nein. Heyday Sims, nein. Open World, ja. Und so weiter. Ich würde als Open World nicht GTA 5 oder Legend of Zelda oder Red Dead Redemption 2 zählen, aber sowas wie Witcher 3, Horizon Zero Dawn und so weiter und so fort. Arena of Valor, League of Legends auch, ja. Sorry. Hast du folgende Spiele gespielt? Wähle bitte, warte mal. ich habe keins von diesen Spielen gespielt. Sorry, aber so ist es. Devil May Cry 5 habe ich gespielt. Das habe ich gespielt. Das habe ich angespielt, aber beim Kumpel für 1-2 Stunden. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich das gespielt habe. Das habe ich auch angezockt, aber nicht wirklich. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Xenoblade Chronicles, nein. Die zwei Spiele. Welche der folgenden Spiele hast du insgesamt länger als 30 Stunden lang gespielt? Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Das waren knapp 30, aber doch, könnte ich mal sagen. Wann hast du das erste Mal von Genshin Impact empfangen? Irgendwie davon Anfang Oktober oder so. Welche Aussagen beschreibt dein Wissen über MiHoYo am meisten? Das ist das erste Mal, dass ich von MiHoYo, bevor ich auf Genshin Impact gestorben bin, habe ich mit von mir. Nein, das ist das erste Mal. Auf welche Art und Weise hast du das erste Mal gewählt? Wähle eine Antwort. Spiele, Community und Forum? Nein, soziale Medien. Eine Freundin hat mir davon erzählt. Nein, das nicht. Außenwerbung wie Großplakate. Offline-Aktionen wie Spielemessen, Artikel, Werbung im Fernsehen, Livestream-Plattformen auch nicht. Bei mir war es also die liebe My Anime Mix mich darauf angesprochen. Was hat dich dazu bewegt, Genshin Impact herunterzuladen und zu spielen? Wähle bis zu 3 Antworten. Ich probiere gerne neue Spiele aus. Ich mag Fantasy und Abenteuerelemente. Ein Freund hat es mir empfohlen, ganz genau. Welche der folgenden Dinge sind dir beim Spielen besonders wichtig? Wähle bis zu 3 Antworten. Rätsel, die Handlung ist auf jeden Fall gut. Die Steuerung muss passen, auf jeden Fall. Verstärkung muss eigentlich auch soziale Kontakte. Ich würde sagen, die Kreativität ist nicht so das Problem, aber soziale Kontakte, zumindest bei diesem Spiel, das ist echt noch PvP muss nicht sein, würde das Spiel kaputt machen. Was bringt dich dazu, ein bestimmtes Spiel immer wieder zu spielen?
Tägliche Aktionen sind mir eigentlich egal. Ich mag die Atmosphäre des Spiels. Ich habe jemanden im Spiel kennengelernt und will weiter in Kontakt halten. Das geht auch außerhalb von einem Spiel. Ich will meine Ausrüstung verstärken. Ja, das ist zumindest der Grund, warum ich Genshin noch spiele. Ansonsten würde ich das gar nicht mehr anpacken, bis es wieder ein neues Update gibt. Ich will jemanden. Ich kenne jemanden, der das Spiel spielen will, mitreden kann. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Errungenschaften sind mir auch egal, täglichen Aktionen, wenn es da keine Belohnung geben würde, würde die keiner machen. Ja, wie viel Geld hast du im letzten Jahr für Spiele, PC, im letzten Jahr? Ich weiß gar nicht, ob ich das nennen darf. Ja, auf jeden Fall mehr als 100 Euro, aber ich glaube 500 Euro oder US-Dollar jetzt nicht. Ich habe mir für 60 Euro Horizon Zero Dawn vorbestellt, für 55 Euro mit gut mit Dingsbums, mit Rabattcode. Aber die Vorbestellung war nicht gut. Dann habe ich mir noch verschiedene Spiele auf, ich glaube Civilization 6 habe ich mir dieses Jahr noch gekauft, um das mit dem lieben Pommes-General zusammen zu spielen. Dann habe ich mir noch ein paar GameCube-Titel bestellt. Dann habe ich mir, ja doch, 100 bis 500 ungefähr. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das ist super. Und nun werde ich auch weitergeleitet. Gut, super. Wollte ich eigentlich offline machen, haben wir jetzt trotzdem gemacht. Komm, ist egal. Habe ich ein bisschen Zeit zum Dingsbums gehabt. Neue Nachricht haben wir, kennen wir. So, was haben wir denn jetzt? Auftrag. Wir haben jetzt vier verschiedene Aufträge. Weltauftrag, Vorbereitung, unterhalte dich mit dem Schmied Wagner. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Weißt du was? Das machen wir später irgendwann. Ich werde jetzt mal gucken, wie lange ich Bock auf die Aufnahme habe. Ich muss noch trinken. Das vergesse ich nämlich beim Zocken immer ganz gerne und danach geht es mir immer schlecht, weil mir entweder die Kehle brennt oder sonst was. Aktion, Capre Diem, nehme ich mit Probelauf. Ja, nehme ich auch noch mit. Weißt du was, das machen wir jetzt. Warum eigentlich nicht? Zhongli! Wollen wir mal gucken. Ich muss sagen, über den... Wie hat die Anime... Wie hat die Kiyoma das aufgesetzt? Zhongli selbst hat sie als Daddy bezeichnet. Das ist ein cooler Dude. Aber irgendwie... Komm ich... Irgendwie ist sie ein bisschen langsam. Ich weiß nicht. Die Ulti von dem ist schon ziemlich cool. Der Movepool, er fühlt sich so ein bisschen langsam an. So, in der Story finde ich den ziemlich cool, den Typen, aber irgendwie... Naja gut, wir machen es ja wegen den Belohnungen. Also als Charakter mag ich den Zhongli sehr. Das gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Naja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich fühl's einfach nicht. Normalerweise ist es ja so... Ich weiß ja, mit Zhongli irgendwie, ich bin mir nicht so ganz sicher. Der kriegt mir zu schnell auf die Schnauze. Also ist nicht mein Charakter, sagen wir es mal so.
Och, komm schon, ernsthaft. Die Säulen sind zwar in der Oberwelt ganz praktisch, aber irgendwie... ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von Zongli halten soll. So als Kämpfercharakter, ich weiß nicht. Ist halt ein 5-Sterne-Tier, aber man muss ja nicht jeden 5-Sterne-Charakter irgendwie feiern, der reinkommt. Irgendwie meiner ist er nicht. Und ich bin... Och, komm schon, ernsthaft. So, Elektro-Superleiter, das ist, ja, die Elementardinger kennen wir schon, die reagieren alle miteinander. Manche stärker, manche weniger. So, Herausforderung bestanden, wunderbar. Dungeon verlassen. Wir machen es ja nur wegen der Belohnung. Ich habe das ja alles schon privat ausgetestet. Irgendwie bin ich mit Zongli nicht so ganz zufrieden. Vom Handling her gefällt mir einfach nicht. Beziehungsweise, ich will ihn jetzt nicht kritisieren, aber mir liegt er einfach nicht, sagen wir es mal so. Dementsprechend gucken wir mal. So, probieren wir mal die Rockstar-Tante aus. Ich weiß gar nicht, mit was die kämpft. Ich glaube, die kämpft entweder mit einer Stangenwaffe oder mit dem Katalysator. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nach dem Einsatz ihrer ja, Xiang Yang von mir aus. Ich habe keinen von diesen Charakteren. Oh, Zweihand. Na, ist so ähnlich wie Diluc. Macht gut Damage. Ja gut, Zongli ist kein richtiger Damage-Charakter. Ernsthaft, habe ich den Charakter... Ja, das ist ein bisschen blöd. Okay. Also die Ulti selbst sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Von allen Charakteren eigentlich. Irgendwie fühlen die sich alle so ein bisschen träge an. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Sag mal, bin ich gerade schlecht? Oh, wie ich das leiden kann. Ich meine, ich krieg ganz schön auf die Fresse. So, den mache ich jetzt noch fertig. Ja, Herausforderung abgeschlossen. Dungeon verlassen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das in meinem aktuellen Zustand liegt. Ich bin immer noch... Da muss man wieder nachkippen. Oh, ich habe keine Facecam an. Razer, der könnte cool sein. Der könnte cool laufen. Aber wollen wir mal gucken, was der Razer drauf hat. Das ist ein Zweihand-Elektro-Typ. Ein Wolfsjunge. Werden wir auch noch, glaube ich, kennenlernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Aktionsquest war.
Ach, es war vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee. Er macht gut Schaden, er gefällt mir. Jawohl, jawohl, so will ich das sehen. Jawohl, komm schon, komm schon! Warum ist das so leise? Irgendwie. So, erstmal den ganzen Shit hier sammeln, damit wir hier viel Urgestein kriegen. Das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Komm, seid ehrlich. Da kann keine aufgeladenen Angriffe. Warum? Warum kann er keine aufgeladenen Angriffe? Na, ist egal. Herausforderung beendet. Das passt. So, ja, wollen wir uns den ganzen Bonus-Shit mal mitnehmen? Dann wollen wir uns mal an der Geschichte weiter versuchen. Ja, ist natürlich blöd, dass man hier ganz schnell von Anfang an ziemlich schnell abgelenkt wird. Aber das ist okay. Stück für Stück kriegen wir das hin. Und den hier, 15.000 Mora, kann am Anfang gar nicht mal schlecht sein, ist okay. Am Anfang wird man mit Mora zugeballert, aber später hat man so einen Mangel von dem Shit. Und man muss Harz ausgeben, um Mora zu bekommen. Also das ist irgendwie... Na, der könnte gar nicht mal schlecht sein, der Kerl. Jawohl. Ja, der macht, das ist ein guter Eis-Champion. Der macht gut Schaden. Okay, hinterfragen wir das nicht. Der macht gut Aua. Herrlich. Ah, oh, super. Bin ja nicht so der Typ, der eigentlich Gegner so schnell einfriert, aber das macht er gut. Macht gut Wasserschaden. Ja, am Anfang kriegt man viele Informationen, wo man sich den Shit angucken kann, aber komm schon, wer macht das? Elektroschwäche. Wasser hat Elektroschwäche und wir haben nur Eis und Feuer. Das ist super. So, Herausforderung bestanden. Wunderbar. Wenn du einen Dungeon verlässt, bekommst du Dingsbums. Hallo, ich habe B gar nicht gedrückt. Danke. Herrlich, herrlich, herrlich. Wie lange nehme ich schon auf? Habe ich vergessen? Habe ich mir einen Timer gestellt? Nein, habe ich nicht. Errungenschaften. Ein Angriff besiegt, indem du ihn zerschlägst, wenn er gefroren ist. Wunderbar. So, Aktionen. Wunderbar, jetzt machen wir aber mit der Geschichte hier weiter. Also Mondstadt sieht ganz schön in den Trümmern, wird von Dvalin, also dem bösen, bösen Drachen, angegriffen. Wir wollen hier den Teleporterpunkt aktivieren. Gedrückt halten, öffnen das Schnellzugriffmenü. Ja, jetzt können wir uns hier hin teleportieren, das ist super. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch gleich die Belohnung für unsere Abenteurerstufe abholen. Das ist super. So,
Wunderbar, wunderbar. Ja, ja, ich weiß. Schmied ist gleich da drüben. Der erzählt uns jetzt was vom Pferd. Was gibt's? Was hast du so für Waffen? Spezielles, besonders Maßanfertigung. Du musst mir nur Erz geben. Wo finde ich Erz? Ja, überall. Wir wissen's. Alles klar, ich mache mich wieder an die Arbeit. Super. So, wir können hier ganz viele Sachen bauen. Müssen wir erstmal gucken, dass wir es kriegen. Der verkauft die 2-Sterne-Waffen. Die sind fürs Leveln ganz gut. Die sollte man immer mitnehmen. Werden jeden Tag refreshed. Der Schmied selbst, dem sein Sprössling ist nicht da. Okay. Ja, wir haben ganz viele Aufträge jetzt erstmal bekommen. Sammelt 3 Brocken Erz und gibt sie Wagner. Mache ich auch gleich. Vielleicht sollte ich mir dort irgendwas markieren. So, müssen wir uns hier angucken. Dann ist oben rechts der Figuren-Shit auch weg. Wunderbar. Ob ich hier alles erkunde, weiß ich nicht. Glaube nicht, weil ich da irgendwie keine Lust drauf habe, mir so viel Zeit in diesen Account zu investieren. Nicht, dass es mir nicht wert ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Account, der Main-Account, frisst genug Zeit. Und ich kann nicht 24/7 dieses Spiel spielen, da werde ich bekloppt bei. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Eisen sammeln. Das bedeutet, das Eisen liegt hier irgendwie rum und sollte man auch immer sammeln. Mit einem Zweihänder ist es natürlich viel einfacher. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, können wir auch alles einsammeln. Super. Lauf schneller, Kleine, lauf schnell. Ich habe die Dame noch nie gespielt, aber ich glaube, die spielt sich genauso wie der Typ. Wie ihr Bruder sozusagen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Story, dass zwei Brüder irgendwie... Ich habe jetzt das Intro leider voll verkackt. Das Intro ist so, zwei Brüder kämpfen gegen irgendeinen Gott und die werden irgendwie in eine andere Welt transportiert. Das war aber auch alles. Dann trifft man irgendwie, angelt man Paimon aus dem Meer raus. Das sieht man in einem kurzen Screenshot. Das bedeutet, könnt ihr euch alles auf YouTube wahrscheinlich angucken. Und ja, dann landet man hier in der Welt, den Rest habt ihr mitbekommen. Paimon sagt dann, geht da lang und ihr kennt's ja. Ich habe das Eisen gesammelt. Oh ja, habe ich wohl verdrängt, scheint in Ordnung zu sein. Das können wir uns jetzt schmieden lassen, wunderbar. Ja, ja, Schmied ist nicht immer bei besonderer Laune, pipapo, grimmiger alter Mann. Aber er macht gute Arbeit, mehr braucht er nicht. So, Aufträge. Machen wir erstmal das hier, was am nächsten ist. Will ich Gebete machen? Nö, eigentlich noch nicht. Ich würde gerne Urgestein sammeln, bis zum geht nicht mehr. Die Frage ist, ob ich das in Gebete reinstecken will oder nicht. Kriegen 80% für 10 Gebete. Mal gucken, was wir so rauskriegen. Wir kriegen auf jeden Fall bei 10 Gebeten kriegen wir automatisch ein 4-Sterne-Tier. So, Steinschleuder, Magieführer, schwarze Quaste, Himmelsflugschwert, schwarze Quaste, schwarze Quaste, Fischl! Ah, wir haben Fischl bekommen. Noel, die finde ich ja super. Von den Helden Taten der Drachenbezwinger. Wir haben 2 Figuren bekommen, das ist wunderbar. Und 120 von diesen herrenlosen Glanzstaub. Weißt du was? Ich kaufe mir nochmal von diesen Dingern. Acht Stück. Gebet für Anfänger. Alle 10 Ziehungen. Jo, ich habe 5.
Ich würde sagen, das würde ich am Anfang stark nehmen. Warte mal, ich kann doch meine Truppe irgendwie aufwerten. Fischl als Bogenschützin habe ich. Im Vergleich zu Ember ist die vielleicht besser. Dann habe ich zumindest ein bisschen Variation. Aber ich habe sowieso... Ja, Fischl, Noel. Das ist ganz okay. Ist natürlich vertraut, das ist klar. Aber ich denke mal, das Gebet für Anfänger werde ich eine Zeit lang benutzen. Vielleicht kann man da ein bisschen was machen. So, wollen wir mal mit Ember sprechen. Ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn du mit der gleichen Figur die gleiche Figur ansprichst. Schon lustig. Tempel der vier Winde. Die Tempel sind schon seit vielen Jahren verlassen. Die Bewohner von Mondstadt lassen sie hier so gut wie nie blicken. Wenn wir Pech haben, haben sich im Inneren Monster eingenistet. Vielleicht ist dort sogar ein Hyrule-Lager. Ach, selbst Sturmstrecken hat seinen eigenen Tempel verlassen. Wieso Sturmstrecken? Obwohl ich es selbst nicht wahrhaben will, ist Sturmstrecken eigentlich einer der vier Winde. Ist das wahr? Ja. Das ist jetzt nicht so wichtig, hast du das eben auch gemerkt, diese Animokraft. Hier stimmt irgendwas nicht, wir sollten drin nachsehen, Grafilein, aber sei vorsichtig, die Stärke des Drachen ist auch hier zu spüren. Wunderbar, wir müssen jetzt hier rein. Und feuerfrei. Ja, kann ich eigentlich mal Fischl ausprobieren, habe ich nämlich so im Main-Account noch nicht so gemacht, die habe ich noch nicht so... schnell gezogen. Vielleicht habe ich auch einfach die Anfänger, die Gebete für Anfänger ein bisschen verkackt. Ja, mit der Noelle komme ich ja gut klar. So, nicht hochstufen. Ich würde gerne erstmal gucken, was für eine Waffe die tragen kann. Kriegt den drei Steinschleuder. Basisangriff und kritische Treffer. Lebenspunkte. Das ist eigentlich soweit ganz gut. Und die Noelle kann von mir die Waffe bekommen. Hier brauchen wir. Bei den Dungeons ist es immer so: ja, man kann so hoch und pipapo. Hier brauchen wir erstmal die Ember. Ja, ja, das kenne ich. Pyrokraft kann Wurzeln verbrennen. Ist mir schon klar. Da kann man diese einfachen Truhen öffnen, da findet man so Kleinigkeiten, das ist schon mal ganz gut. Ich werde die Noelle wahrscheinlich doch viel benutzen, weil mit der komme ich am besten klar. Ah, da machen wir die Ulti. Die macht kurz einen Prozess. Burn, Motherfucker, burn! Und es ist wieder voll. Wunderbar. Tor der Wiederbelebung, wenn wir sterben sollten. Ja, ja, mit göttlichem Blick können wir hier checken. So, der muss erstmal sein Schild verbrennen. Jawohl, Wind reagiert mit Flammen. Das ist cool. Oh nein, das Horn. Was für ein Horn. Ernsthaft? Explosive Puppet Berry Bunny. Och, komm schon. Ja, meine Ember auf dem Main Squad habe ich ausgebaut. Das ist okay. Wunderbar. Ja, viel Damage machen die nicht, aber es ist mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt hier nicht nach Damage aus. Ich will jetzt hier einfach nur Dingsbums machen. Ja, ja, das sind Pulverfässer. Die können wir hier. Piu, piu. Boom. Tschüss. Sollte das meiste irgendwie fressen. Okay, Fischl ist nicht schlecht. Warum habe ich hier mal im ersten Account nicht bekommen? Gut, dafür habe ich relativ schnell Mona bekommen. Dementsprechend möchte ich mich nicht beschweren. So, das müssen wir mit... Die Dinge haben immer so verschiedene... ja, ja, komm, kennen wir schon. Diese Dinge haben immer besondere Marken. Und dementsprechend müssen wir einfach das passende Element... Müssen wir die mit dem passenden Element aktivieren, dann machen die irgendwie... Dann machen die Kram. Ja, wenn wir das Ding zerstören. Ja,
Okay, können Jean. Das liegt natürlich wieder daran, dass Jean immer da ist. Jetzt greift Sturmschrecken aber schon das Innere vom Mondstadt an. Die Windrichtung hat sich geändert. Wir werden unsere Strategie anpassen müssen. Ist das von dir? Nein, das ist von Lisa. Vier Winde, gut Geschichte. Wunderbar, die ist ein bisschen dämlich, aber passt schon. Wir können hier viele Charaktere leveln, aber braucht man das am Anfang wirklich? Ich sag ganz ehrlich, nein. Wir haben jetzt 998, wir haben jetzt knapp 1000 Sekunden, um die Sphäre zu verlassen. Kannst aber auch manuell machen. Handy, warum bimmelst du nicht? Ach so, keine Neuigkeiten sind die besten Neuigkeiten. So. Wunderbar, Urgestein, Figuren, Mora, wunderschön. Ich versuche es einfach so mal ein bisschen zu leveln, ohne jetzt großartig diese Figuren-EP-Dinger hier irgendwie zu klatschen. Wenn man die nicht braucht, vielleicht die Waffen. Ja, mit dem 2 von der Noelle sieht das wesentlich besser aus. So, wir haben ja noch nichts freigeschaltet. Muss aber nicht sein. Hier in der Figurengegend findest du auch solche Geister. Es ist immer ganz gut, diesen Geistern zu folgen. Dann führen die dich immer zu speziellen Orten und nisten sich dann hier an diesen Figuren ein und dann gibt es immer was Besonderes. Oh, du Ratte. Die Figuren sind immer eigentlich ganz gut. So, ansonsten findet man hier auch diese Dingsbums. Diese Geoteile. Die muss man natürlich sammeln. Und die kann man dann an diesen entsprechenden Statuen opfern und kriegt dann dementsprechend mehr Dingsbums. Mehr Stuff. Konzentrierter Wind. Also kriegt man dann mehr Ausdauer und so einen Scheiß. Ja, ja, wir wissen es, wo wir sie zurückbringen müssen. Wir müssen hier... Wir müssen jetzt diese verlorenen Nemoculus an diesen Statuen opfern. Ja, wenn wir die aktivieren, kriegen wir auch übrigens die Karteninformationen. Das bedeutet, es ist nicht einfach so freigeschaltet. Finde ich persönlich ziemlich gut. Das ist ein cooles Detail, okay? Und von daher, ja. Ja, Statue der 7. Gravilein, gucken wir mal. Wunderbar. Pipapo. So, und zack, haben wir schon mal ein Gebiet freigeschaltet, wunderbar. So, Statue der 7, Statue anbeten. Maximale Ausdauer von 100 auf 107 erhöht und wir kriegen Belohnung. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eine coole Sache. Und das wurde freigeschaltet, ich verstehe. Gut, wir müssen 2 opfern. Kriegen wir auch hin. Du Lümmel. Immer schön ins Gesicht hauen. Was sollte das denn? Warum hat er... So, die heilt. Achso, das ist so ein Boss. Okay, ich verstehe. Gut. Ah, wir haben noch kein Eis. Okay, macht nichts. So, hier haben wir eine einfache kleine Holzgammeltruhe. Der hat irgendwas verloren, wunderbar. Dann werde ich gleich mal versuchen, hier hochzuklettern, wenn meine Ausdauer reicht. Und dann werde ich gleich die nächsten Animo holen, dass wir noch ein bisschen mehr Ausdauer bekommen. Die sind ja hier relativ gut in der Nähe. Das ist eigentlich ganz gut. Am Anfang sind die super. Und später, wenn du die einzeln suchst, ist echt... Boah... Glaubt mir, Leute, es ist eine Last.
So, hier haben wir einen gefunden. Dann müsste eigentlich noch einer hier oben sein. Oder wo? Echt hier? Ist egal, ich will mich hier. Hier kannst du ja echt am Anfang, ich sag's ganz ehrlich, sagen wir es mal so wie es ist, ehrlich. Am Anfang kannst du hier sehr, sehr viel Zeit vergeuden in dem Spiel. Also, was heißt, ja, doch vergeuden. Ist schon der richtige Begriff dafür. Indem du. Es macht auch Spaß, so ist es nicht, ne? Es ist ja nicht so, als würde es keinen Spaß machen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich diesen Animo-Gedöns. Da oben. Frage ist, wie kriege ich den? Ich verstehe, ich weiß, wie ich den krieg. Ich muss diese kleinen Würmchen einsammeln. Hier ein, da ein, da ein. Dann entsteht ein Windfeld und dann kann ich. Jawohl. So, jetzt muss ich zu dem nächsten Tempel. Und krieg jetzt wieder ein bisschen Urgestein. Ah, du kriegst immer nur eins. Aber es wird immer nur eine Zahl angezeigt, wenn du zwei hast. Okay, ohne Ausdauer schwimmen, da ertrinkst du. Das ist mir leider sehr oft passiert. Es ist nicht so super. Ah, hier kann man stehen. Okay, gut. Dann will ich hier gleich nochmal weiter spendabulieren. Also hier kannst du auch viel, viel Truhen sammeln. Ich werde natürlich auch truhenmäßig werde ich so viel mitnehmen, wie es geht. Vielleicht immer, wenn ich Zeit. Immer, wenn ich Zeit habe. Von daher kriegen wir das schon hin. Das mache ich dann offscreen. Ihr müsst ja nicht irgendwie. Außer ihr wollt es natürlich sehen. Bedeutet, ich werde das Video ein bisschen oben lassen. Und dann kriegen wir das schon hin. Ansonsten werde ich versuchen, einfach so viel wie ich kann euch zu zeigen. So, was haben wir denn hier? Nein, Figuren nicht. Inventar. Wir haben 6 von denen. Ich brauche 8 Stück. Kriegt man am Anfang nicht, ne? So, aber vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich meine Figuren ein bisschen besser ausrüste. So, Waffe, Silberschwert, da kriege ich... Oh, erhöht den Angriff und die Bewegungsgeschwindigkeit nach Anwenden einer Spezialfähigkeit. Schönes Einhand. Bogen habe ich die besten rausgesucht, beide. Und Zweihand habe ich keins gefunden. Okay, kriegen wir schon den. Ich versuche natürlich jetzt erstmal die Dinger anzupeilen. So, Truhe ist offen. Ich glaube, alles, was nicht eine einfache Truhe ist, gibt 2 Urgestein. Das ist schon mal ganz gut. Ja, hier müsste eigentlich auch noch was geben. Ich versuche die Animokus. Ja, es gibt eine interaktive World Map. Mal gucken, vielleicht werde ich es schaffen, die. Wie heißt? Einzusetzen, beziehungsweise einzu. Ich hau einen Link in die Videobeschreibung. Warum mache ich es mir so kompliziert? Warum? Hä? Hier ist irgendwo was versteckt. Da. Hier ist es schon manchmal echt assig versteckt. Es hat aber, muss ganz ehrlich sagen, die Animoculus, diese verlorenen Dinger zu sammeln, hat mir echt Freude bereitet. Macht Spaß. Ja, ich sollte mir beim nächsten Mal einfach einen Timer stellen. Dann muss ich die Aufnahme nachher nicht noch bearbeiten, wenn ich überhaupt Lust habe. Ansonsten haue ich es vielleicht einfach nur als Let's Play raus oder als Premiere oder was weiß ich. Kaum drauf geschissen. So, Noelle ist natürlich eigentlich ganz gut, weil es eine gute Heilerin ist. Wundert mich, dass wir Fischl haben. So, Elementarreaktion, wunderbar. 1000 Winde sind dabei.
natürlich oben links, mit einem Auge schiele ich immer oben links auf die Minimap. Wir müssen jetzt Kaea treffen. Ich glaube, den kriegen wir dann später nach jedem Tempel auch nach einer gewissen Weile als Charakter. Das sind, glaube ich, die Free-to-Play-Charakter Ember, Lisa und Kaea. Wie? Im Kampf nicht. Wo ist ein Kampf? So, du bist hier etwas näher. Komm schon, riechst du das? Es riecht nach verbannten Schleim. In dem Tempel ist einiges passiert. Schleime und Sturmschrecken scheinen Verbindung miteinander zu stehen. Da wird einiges los sein. Nichts. Also Angst hast du also nicht. Ist schon schade, dass der Tempel des Zwolls des Nordens mittlerweile so... Komm schon, Grafilein. Obwohl niemand... Ja, ja, komm. Der lädt uns jetzt ein, hier reinzugehen und da können wir mit ihm mitspielen. Das bedeutet, das diese Sachen, wo wir auch mit verschiedenen Figuren spielen, werden die einzigen sein, wo wir wirklich mal anfangen können und mit 5 Leuten spielen können. Wunderbar. Und bei der Gelegenheit kannst du dir anschauen, wie man als Ritter kämpft. Das ist super. Jetzt laufen wir hier mit KE herum. Meistens ist es so. Monster in einer genügend nassen Umgebung werden nass. Mit Kyro-Fähigkeiten einfrieren, solche Monster besiegen. Das bedeutet, wenn die Monster nass sind, kannst du sie einfach einfrieren. Easy, oder? Ja, ja, ich habe kein göttliches Auge, aber ich kann die Elementarenergie... Ja, ja, wir können die... Macht natürlich Aua. Finde ich gut, dass die Einblendung dann gekommen ist. Dass die Einblendung dann gekommen ist, wenn wir am Laufen waren. Das bedeutet, Problem Nummer 1. Wir sind in die Flamme reingelaufen. So, mit Kyro-Fähigkeiten kann ich den Shit also beginnen. Ah, na endlich, wunderbar. Und jetzt geht's nach oben. So, tolle Wiederbelebung, aktiv, wunderbar. Und hier geht's weiter. Supi, supi, dupi, supi, dupi. Der dunkle Hydro-Bernstein, okay, es bedeutet Hydro-Bernstein. Aufmachen, dann regnet's. Und dann regnet's hier eine Zeit lang. Und somit ist der meiste Kram hier auch hinüber. Neue wertvolle Truhe, da ist meistens nur Bullshit drin. Was heißt Bullshit? Das sind schon wichtig, das sind schon praktische Sachen. Ja, ja, mit unserer Kyro-Fähigkeit können wir hier den Kram aufsammeln. Müssen wir aufpassen, weil die Stacheln wahrscheinlich Aua machen. Das bedeutet, wir müssen hier KR benutzen. Finde ich ein bisschen schade, dass man bei vielen Sachen einfach Charaktere benutzen muss. Bei den normalen Dingern ist es okay. So, wunderbar. Hat richtig Spaß gemacht. Wer hätte gedacht, dass du ein recht ordentlicher Kämpfer bist. Du hast im Tempel einige nette Schläge verteilt. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, du übst dich also in Bescheidenheit, die eines Ritters würdig ist. Man wird lieber pipapo. Solltest du später Zeit haben, könntest du von kurz sprechen. Hauptquartier des Ritterordens vorbringen. Ich könnte dir eine nette Taverne. Hat er mich angebaggert? Könnte sich für dich lohnen. Ja, ich glaube, der ist schon ganz in Ordnung. Wir haben im Tempel uns wegen des Sturmschreckens befreit. Ich werde mich um den Rest kümmern. Ihr könnt so lange etwas anderes tun. Wir haben ja noch was zu tun. Wir müssen ja noch mit Lisa hier rumeiern. See you later. Bye bye. Ich glaube kaum, dass sie nur ganz allein ihre eigenen Grenzen Intelligenz solche Hinterhalte planen können. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es mit der Story weitergeht. Ihr seid also dafür verantwortlich, die Abgrundmagier. Ja, okay. Ich habe am Anfang gedacht, das wären Brüder. Aber sind sie, glaube ich, nicht. Diluc!
Der Ritterorden ist in jedem Hinterhalt effizient. Schon gut, mit dir wird die Sache gleich interessanter. Warum müssen die gleich zu irgendwie Rivalitäten austauschen? Ich glaube, das sind eher Freunde. Auch wenn die sich so ein bisschen sticheln. Ich glaube, die kommen klar, die Jungs. So, wen haben wir hier denn gekriegt? Entschuldigung, wir haben jetzt die KR bekommen. Wunderbar. Öffne das Menü, aber wir haben schon einen Einhandcharakter. Ja, läuft doch. So, wir haben Karriere angeguckt. Wunderbar, schön. Jetzt müssen wir die Lisa treffen. Dann kriegen wir die auch noch. Okay, dann war es eben Amber. Aber die Amber kriegen wir am Anfang relativ... Also wir kriegen schon ein paar normale Charaktere. Ich habe mich jetzt keine Lust, irgendwie mit denen rumzuärgern, weil ich sie einfach nicht brauche. Dementsprechend. Ah, hier gibt es auch ein paar Sachen. Die nehme ich gerne mit. So, Fackeln anzünden. Hier muss noch irgendwo eine sein. Super, dann ist die Truhe auch offen. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht, was ich hier einsetzen soll. Einfach irgendein Geschiss. Hauptsache, die haben irgendwas. Am Anfang hat man sowieso noch nicht so viel. So, Kleiner. Wo willst du hin? Irgendwie. Na komm. Oh, dieser Damage fühlt sich irgendwie so low an. Naja, komm, kriegen wir hin. Ist ja nur zum Zeigen von der Story so ein bisschen. So, wo ist denn der Anemo-Dingsbums hin? Hier, dieser kleine Lümmel. Da, kleiner Geist. Na los, komm, setz dich. Ja, heute machst du fein. Hübsche Truhe, wunderbar. So, habe ich denn überhaupt genug, um mir diesen Kram zu kaufen? 73. Nein, habe ich nicht. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Hier oben gibt es noch was, aber hier gibt es nur ein Teleporterpunkt. Das ist okay, nehme ich mit. Warum eigentlich nicht? Ich werde den nächsten Tempel noch machen, damit wir die Lisa haben. Und dann werde ich irgendwie danach werde ich mal gucken, ob wir vielleicht Dingsbums machen. Aber ich mal eine Aufnahmepause mache, weil ich glaube, ich bin schon ein bisschen länger zugange als geplant. Zumindest für die erste Aufnahme. So, wir müssen Lisa in dieser Richtung treffen, da hinten. Aber die nehmen wir natürlich noch mit. Die Truhe lasse ich mir nicht. Na komm! Na? Och Mann, du scheiß Windspacken. Schluck meine Pfeile! So, schön ins Gesicht schießen, dann kriegen die auch ordentlich Damage. Es wäre schön, wenn der Wind aufhören würde.
So, der ist hinüber, der kriegt auch nochmal was. Das ist wunderbar. Und die Truhe ist frei. Super. Perfekto. Perfekto. Die sind eigentlich ganz lustig, diese Teile. Die muss man nämlich einfach nur abschießen. Wenn die in der Luft sind, dann hauen die ganz schnell ab. Na komm. Sag mal, treffe ich auch überhaupt? Jo. Wunderbar, nächste Truhe, dann wieder eine nächste Truhe. Wir sind eigentlich gut bedient. Hier ist noch eine Truhe. Also Truhen gibt es hier echt eine Menge. Macht am Anfang auch Spaß. Wie gesagt, Problem hat das Spiel, wenn du halt den ganzen Shit schon zusammen hast. Hallo Rabe, es wäre schön, wenn du ein bisschen Schaden machen würdest. Danke. So, dann haben wir das schon nochmal. Da oben habe ich doch was gesehen. Ja, so langsam kriegt man so einen Blick dafür, wenn man irgendwie versucht hat, mal die ganze Welt zu erkunden. Ich habe es hier in Mondstadt nur zu 99% geschafft oder 99,99%. Weil irgendwo ist noch eine Sache, die mich so ein bisschen abfuckt. Dementsprechend muss ich da noch ein bisschen aufpassen. Ja, hier nach oben. Wenn du Steine siehst, die ein bisschen komisch aussehen, kein Problem. Das ist normal. Die kannst du kaputt hauen. Warte mal, wenn du nass bist, kann ich doch... Jawohl. Genau, einfach mit dem Zweihänder draufhauen. Noel kriegt man am Anfang relativ schnell. Wundert mich eigentlich. Dachte, ich hätte einfach nur Glück gehabt, aber... Naja. Gacha-Prinzip, ne? So, hier ist noch eine Dingsbums. Das ist wunderbar. Wir müssen da oben auch zur Lisa. Das können wir eigentlich hier, dieses Ding, dieses Windgeschiss da benutzen. Trotzdem würde ich gerne diese Truhe hier freiräumen. Ja, die Noelle räumt auf. Generell mag ich die Noelle sehr. Dementsprechend kann man da nichts sagen. So, ich glaube, wenn ich jetzt anfange, Truhen zu jagen, komme ich nicht mit der Story weiter. Dementsprechend lasse ich das mal. So, hier nach oben. Da ist die Lisa. Da ist noch ein Anemo-Ding. Und hier sind noch Eisensachen. Die würde ich gerne mitnehmen. Man kann von dem Eisen, also Eisen ist jetzt nicht so das Problem, aber weißes Eisen und Kristalle, das sind die Sachen, die wirklich, die kriegt man später zwar nicht wenig, aber die sind trotzdem die Sachen, die man haben will. Vor allem, wenn man Waffen leveln will. Ich habe eine neue Nachricht. Warum habe ich eine neue Nachricht? Gut, wir haben ganz viel Urgestein bekommen. Super. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Warte mal, hier hoch. Und dann müssen wir sowieso in diese Richtung. Schaffen wir das überhaupt? Ich glaube nicht. Dafür ist unsere Ausdauer noch zu gering. So, machen wir noch mal ein paar Gebete. 14 haben wir. Weißt du was? Ich warte, bis ich noch zwei Stück habe. Dann kann ich das Gebet noch zweimal machen. Ich glaube, das sollte man echt am Anfang wirklich benutzen, bis zum geht nicht mehr. Weil man da, glaube ich, am...
So, komme ich hier noch höher? Müsste eigentlich hoch genug kommen, um den Shit hier einzusammeln. Wunderbar, haben wir den doch auch bekommen. So, dann wollen wir gleich mal zu Lisa. Oho, Lisschen, 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 komm ein bisschen, ein bisschen auf den Rasen. Da kann man grasen. So wie früher, früher. Mit der Farbe in dem Sprüher, das ist eine Sprühdose. Da ist der Teufel los. Nee, komm, kriegen wir hin. So, was kann man denn hier? Barbara und Kaer können wir kaufen. Hallo, ich würde gerne... Warum kann ich mich nicht hier bewegen? Achso, ich brauche erst Abenteurerstufe 10 dafür. Ist okay. So, 14 von denen. Wir haben hier ganz viel neuen Stuff bekommen. Einhand, Basisangriff, Verteidigung, Aufladerate, ganz viele schwarze Quasten und so ein Kram. Das ist soweit ganz gut. Stellt beim Besiegen eines Gegners 8% Lebenspunkte wieder her, schleudert beim 3-mal Spezialangriffen und gezielten Schüssen in der von 0,3 um 36. Erhöht den Schaden bei Treffer mit Standardangriffen und gezielten Schüssen in der von. Okay, verringert die verursachten Schaden. Verringert den verursachten Schaden ansonsten jedoch um 10%. Okay. Naja, solltest du mich fragen. Bibliothekatoren, Muskeln, pipapo, wir müssen jetzt da rein. Machen wir auch direkt. So, wie gesagt, das machen wir noch. Und dann gucken wir mal, ob wir es irgendwie schaffen, uns noch ein paar Dingsbums zu holen. Und dann holen wir uns gleich noch mal das Anfängergebet. Ich meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt schlecht hier drin starten. Hallo Lisschen. Ich werde mir auch wirklich Mühe geben. Das machst du super. So, ich komme mit Lisa eigentlich ganz gut klar. Ich habe es doch gewusst, hier im Tempel spürt man die Anwesenheit der Elemente sehr stark. Das ist okay. Nein, Paimon kann nicht hinfliegen, weil die zu faul ist. Müssen wir alles selbst machen. Traurigerweise. Ich habe auch schon irgendwie beim ersten Mal probiert, die überall entlang zu laufen und die Secrets zu finden, aber das kann man größtenteils vergessen, dementsprechend, ja. Also von daher, sowas kann man sich reinziehen, immer ein bisschen im Auge behalten. Die Dinger kann man, glaube ich, auch mehrmals machen. Hallo? Aber irgendwie jetzt großartig riesen Secrets wird man hier leider nicht finden, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. So, gibt es hier noch irgendwas? Nein. Hier? Nein. Ja, ich weiß doch. Ja, Lisa kann so Flächenangriffe machen, wir wissen's. So, wunderbare Herausforderung abgeschlossen. Super duper. Das nehmen wir doch gleich mit. Hier haben wir noch eine Truhe, die nehmen wir doch auch gleich mit. Also am Anfang wird man gut bedient. Ich kann da eigentlich nicht meckern. Von daher passt das schon. Oh, die Gegner sind nass. Oh nein. Wenn der Gegner mit Wasser in Berührung gekommen ist, ist das der Fall dafür, dass ich mit Elektroschaden ordentlich Aua mache. Wir wissen das. Ich bin auch langsam ein bisschen müde. Oh nein, das liegt nicht am Alkohol. Vielleicht doch.
Aber es läuft, kriegen wir schon hin. Also entspannt euch. Also entspannt euch mal. Ja, wir müssen nach oben. Wir haben es verstanden. So. Ganz viel Stuff. Wunderbar. Was haben wir hier? Sekunde, hier gab es ein bisschen Dingsbums. Kriegen wir hin. Entschuldigung. Kam ich von hier oben? Ja, ich kam von da oben. Nein, kam ich nicht. Come a little closer. Try not to enjoy this too much. Ich weiß nicht, die Ulti von der Fischl. Ich weiß nicht, die Ulti von der Fischl ist ein bisschen komisch. Oh, willst du wissen, was für ein Edelstein das ist? Du fragst doch nicht im Ernst, das ist doch ein göttliches Auge. Meine Auserwählte können damit Kräfte voransetzen und hast du nicht gesehen? Wunderbar, das ist schön. Ja, wir kennen das. Damit können wir hier solche Sachen erkennen. Wie kommst du denn nur her, wenn du noch nie ein göttliches Auge gesehen hast? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Bist du ein Hiruchil, der als Laune eine menschliche Form angenommen? Ach, vergiss es, wir haben nicht einmal genügend Intelligenz, um als Baden durchzugehen. Ach komm, hör nicht, heul nicht rum. Wunderbar. Ja, Füße hochlegen, pipapo, Drache des Ostens, Löwe des Südens, Falken des Westens, das sind die vier Winde von den Beschützern der Mondschatz. Sie mögen zu Barbatos, dem Animo, gehören. Dvalin, das ist der eigentliche Name von Sturmstrecken. Bevor er von den Menschen so bezeichnet wurde, war er der Drache des Ostens von den vier Winden. Dvalin kann jetzt nur die Kraft der anderen drei nutzen, denn seine eigene Kraft hat er schon längst aufgebraucht. Warum fällt er sich wie vermutet? Es liegt am Hass. Hass, der Hass der Mondstadt gegenüber, der Hass hat ihn noch mächtiger als den Wind selbst gemacht, auf diese Weise wurde er zum Sturmstrecken. Wie konnten denn die vier Winde nur so einen Hass entwickeln und die Stadt angreifen, die er eigentlich beschützen wollte? Das weiß ich nicht. Als Bewohner von Mondstadt ist die Frage nicht leicht zu beantworten. Du kannst dir das gern durchlesen. Hier geht es darum, was vor Jahrhunderten geschehen ist. Jetzt lernen wir so ein bisschen Stuff kennen, aber sind wir mal ehrlich, interessiert uns das? Nein. Wir wollen nur wissen, wo ist unser Ziel, wie kommen wir hin, wie können wir es lösen und was für eine Belohnung kriegen wir? So, jetzt haben wir die Stürme wieder ein bisschen beruhigt und Mondstadt ist wieder sicher. Das ist doch super. Und wir haben Lisa bekommen. Wunderbar. Das ist doch schon mal... Puh, endlich geschafft. Die Kreislauf der Elemente in Mondstadt wird nun wieder normal fließen können. Wollen wir uns mal in die Lage der Ritterorden ansehen. Da fällt ja... falls hier etwas anderes Interessantes einfällt, könnte ich natürlich gerne mit. Stimmt ja, wir haben hier einen Tempel der vier Winde doch noch einen verlorenen Anwendung gefunden. Vielleicht finden wir später noch mehr. Vergiss nicht, sie anzuwenden. Ja, so, abgeschlossen. Fortsetzung folgt. Wunderbar. Prolog 2. Ab Abenteurer Stufe 10 verfügbar. Wunderbar, es gibt verschiedene Wege, Abenteurer-EP zu sammeln, ganz viel Scheiße mal in der Welt machen. Tempus Fungit, große Anstrengung ab Level 15, ja, wir wissen's. So, was haben wir denn hier? Errungenschaften wieder bekommen. Wunderbar. Wir haben nicht genug. Oh, weißt du was? Drauf geschissen. Wir machen das Gebet für Anfänger. Mindestens einmal. Kriegen auf jeden Fall 4-Sterne-Shit. Kühle Klinge. Von Heldentaten. Kühle Klinge. Ah, Zweihänder. Eiserner Schatten. Schwert der Dämmerung. Altes Scharfschützen. Sinqui. Ein Buch, Jadekugel,
Und 3-Sterne-Waffe. Super. Ja, ganz viel zum Verbessern und eine neue Figur und 135 von denen. Nein, wir haben die aufgebraucht. Schade. Mehr können wir nicht benutzen. Okay. So. Was haben wir denn hier? Große Anstrengung. Suche Lisa in der Bibliothek auf. Ab Abenteurer Stufe 15. Das können wir machen. Sprich mit Catherine und frag nach den Details. Sprich mit Kaea. Können wir auch machen. Dafür brauchen wir 10. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal mit Kaea. Können wir uns schon nach Mondstadt teleportieren? Ja, können wir. Wir müssen auch noch viele Sachen einsammeln. Und ich würde sagen, das schickt dann auch für heute. Den Rest mache ich dann ein andermal. Urgestein, wunderbar, das ist doch alles schön. Können wir die Sphären schon machen? Nein, ne? Schade, schade, schade. Ja, riecht Fischschnitten, der Duft von Hüche, Herzlaufes Pomerat, Pipapo. Natürlich darfst du Paimon einladen. Paimon mal wieder, lecker Hirschjäger, großartig, möchte ich was. Ja, lass mich nicht im Stich. Ja, die Paimon will spachteln. So, wir können hier viele Sachen kaufen. Aber wir müssen jetzt erstmal mit Kaea sprechen. Aber vorher möchte ich mir noch meine Abenteuer... Abenteurergilde, Freundin angestellt, Teil unserer Arbeit. Ja, ja, wir haben viele Aufgaben, kannst du machen. Abenteurer-EP sammeln, aufsteigen, Belohnung kassieren. Alles klar. So, wir haben jetzt eine neue Lizenz bekommen. Nimm mit, nimm mit. Wunderbar, das haben wir noch nicht erreicht. Nidler, hier ist deine Abenteurer-Lizenz. Ja, es ist ein Werbeheft. Pipapo, eins noch. Manchmal kann es dir vorkommen, es würde dein Abenteurer keine Fortschritte mehr machen, wenn du dort angelegen bist, Aufträge ausführen. Ja, ja, komm, kennen wir schon alles. Ja, Ad Astra Abyssize, wir haben alles. Wir haben hier ganz viel Stuff. So, ganz viele Artefakte. Vielleicht sollte ich die mal ausrüsten. Den Kram, wunderbar. Es läuft doch ganz gut, kann ich nicht meckern. Lass mich mal ganz kurz was überlegen. Abenteurerlizenz. Kann ich nicht alles einsammeln? So, wir haben jetzt ganz viel Zeug bekommen. So, ja, wollen wir mal gucken, was können wir denn ausrüsten? Artefakte. Lebenspunkte, Angriff, Angriff. Nee, Lebenspunkte ist eigentlich ganz okay, obwohl mir das eigentlich relativ schnurz ist. Anemo-Schadensbonus, oh, das ist aber nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Lebenspunkte, Verteidigung und Lebenspunkte. Wunderbar. Nehmen wir das da. So, was kriegt denn die Ember? Angriff ist ganz gut. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Hydroschaden. Nö, das kann sie eigentlich behalten. Bioschadensbonus. Angriff, Angriff, Angriff. Nimmt die Ember Angriff. Das kriegt sie. Und... ja, die Dinge sind eigentlich relativ wumpe. Ja. So, und die Noelle, was kriegt die von mir? Die kriegt den Rest. Wunderbar.
Aufträge. Wir haben hier wieder ganz viele Sachen bekommen. Große Anstrengung, sprich mit Lisa in der Bibliothek. Kaeas Problem mit dem Gleiter durch die Luft. Weißt du was, machen wir das hier. Da würde ich gerne mal mit der Ember durch die Luft gleiten. Und natürlich erst nochmal meine Figuren ausrüsten. So, Waffe. Himmelsflugschwert ist ganz gut. Reflexbogen ist okay, das ist in Ordnung. Da habe ich noch eine bessere Waffe bekommen. Wunderbar. Kaea kriegt von mir auch ein besseres Schwert. Die Lisa kriegt von mir auch Elementarkunde, Aufladerate 8,5%. Ja, warum nicht? Und was kriegst du? Wunderbar. Die Ember. Erstmal die Ember, also könnt ihr ja immer noch ein bisschen Bescheid geben. So, Stufe 3. Das läuft ganz gut. Können wir das aufsteigen? Abenteurer Stufe 15 benötigt. Ich würde das Schwert von der Noelle gerne nochmal auswerten. So, das ist schon mal Max, das ist ganz gut. Wen benutzen wir denn sonst noch? Ember, Noelle, wir. Und den Bogen von der Fischl vielleicht noch. Obwohl ich die Fischl mit der Lisa vielleicht austauschen würde. Ist eigentlich relativ egal. Noch ist hier alles offen. Dementsprechend passt das. Super. So, hier können wir die Charaktere manuell aufleveln. Das hebe ich mir erstmal auf, weil ich noch nicht weiß, ob ich das wirklich großartig brauche oder nicht. Vielleicht später, aber am Anfang bin ich mit den Figuren eigentlich zufrieden. Ich meine, guck doch mal, wir sind jetzt schon Level 6 von 20, 6 von 20, 4 von 20, 4 von 20, etc., 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 etc. Ja, sprechen wir mal mit Ember. Wir können hier irgendwas machen. Kapitel 2 ist okay. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Opfere der Statue 7-4, erreiche Stufe 4, bereite 5 beliebige Gerichte zu, kriegen wir auch hin. Also hier Exkursionskurs kriegen wir auch ziemlich schnell hin. Das ist schon mal super. Ja, wir sind schon Abenteurer Stufe 8. Belohnung und Schmiedebelohnung. Ah, wir können ganz. Ist egal, ich sammle das jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal mit Ember quatschen, dass wir hier mal storytechnisch vorankommen mit den komischen. Linksbums, mit den komischen Aufgaben hier. Ich glaube, die Ember will uns jetzt irgendwie so einen Mondgleiter-Führerschein beibringen und was weiß ich. Komm, drauf geschissen. Ember, was willst du dann? Ich finde es immer gruselig, mit der gleichen Figur die gleiche Figur anzusprechen. Deswegen benutze ich das. Kavilein, ich habe schon über nach dir gesucht. Wie kommst du mit den Windgleitern zurecht? Ja, ich komme ganz gut. Du scheinst das Fliegen ja richtig zu genießen. Aber du hast immer noch keinen Flugschein. Was ist das denn? Das ist der Name, wie der Name schon sagt. Es ist legal in und um Mondstadt fliegen zu dürfen, brauchst du einen Flugschein. Oh, Kravilein ist jetzt schon lange durch die Gegend geflogen. Keiner hat etwas davon erwähnt. Gerade weil ihr überall durch die Gegend fliegt, habt ihr jeden darauf aufmerksam gemacht. Ahaha, bist du extra hergekommen, um uns den Flugschein zu bringen? Natürlich nicht. Die Ritter haben strenge Regeln.
Man muss erst die Prüfung bestehen, dann wird der Flugschein von den Ritterorden ausgestellt. Ich bin heute hier, um dir deine Prüfung abzulegen, Grafi. Schließlich bin ich der Windleiter, Examen, Dingsbums, ich schaff das schon. Gravilein, sicher, pipapo, hast du nicht gesehen, musst du die Regeln des Standards beim Fliegen einhalten. Du hast einen Ratgeber, solltest du dir ansehen. Wunderbar, schön, dankeschön. Komm bald wieder, wenn ihr soweit seid. Flutratgeber ist erst schwierig zu lesen, das kriegen wir schon mal hin. Nachdem Ember ihre Wege gegangen war, begann Paimon und du das Ding zu lesen. Als der erste Wind über die Welt, sehnten sich die Vögel nach dem Himmel. Ich lasse es einfach mal, ich halte jetzt mal aus dem Maul. You have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Ach, immer wieder schön. Doch, ist schön, gefällt mir. Das ist eine tolle Geschichte, aber der Rat hat wirklich diesen Stil. Sieht wie eine Fabel aus. Egal, wir gehen lieber schnell zu Ember. Bevor ich aber zu Ember gehe. Wir haben die Ember. Reisende, wieso? Sag uns deine Meinung. Nö, interessiert mich nicht. Meine Meinung ist eigentlich nicht Abenteurer-rangmäßig. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt mit dieser Ausdauer schaffe. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Da gab es nämlich was richtig Krasses. Hier oben in dem Turm. Gibt's nämlich eine Truhe, eine schöne Truhe sogar. Mist. Ich gucke, ob ich das irgendwie schaffe. Ich habe nämlich nicht so viel Ausdauer und ich glaube, man kann nicht überall. Okay, schade. Ich dachte, man könnte irgendwie da so ein bisschen stehen. So, aktuell ist es so, dass man doppelt so hoch kommt, wenn man den langsamen Weg benutzt, um zu krabbeln und nicht um zu springen. Jetzt muss ich nur gucken, ob der ausreicht, um hier hochzukommen. Weil hier oben im Kirchturm gibt es nämlich noch eine schöne Truhe. Haben sie cool versteckt. Es ist eine luxuriöse Truhe. Yeah, da gab es viel Zeug. Gabe eines Helden, wunderbar. Und da ist auch noch irgend so ein komisches Dingsbums. Muss ich nur gucken, ob das ausreicht. War nicht hier noch irgendwie eine Herausforderung? Kommt die später? So, wollen wir mal gucken, was wir hier bekommen haben. Oh, erste 4-Sterne-Artefakt, jetzt schon. Reflexbogen, Eid des Scharfschützen. Warte mal, Crit-Schaden, Lebenspunkte, Crit-Treffer, Lebenspunkte. Reflexbogen, okay. Können wir den auch gleich mal verfeinern? Super. So, Stufe 2 verfeinert. Stufe 3 verfeinert.
Stufe 4 verfeinert. Das ist für die Lisa eigentlich gar nicht schlecht. Details sofort anlegen. Lisa. Wunderbar. Warte mal, wir haben das Schwert. Haben wir irgendwie ein besseres Schwert? Nee, ne? Besseres Schwert haben wir so nicht. Ansonsten passt das alles. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Verteidigung, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Warum eigentlich nicht? So, was haben wir hier? Verteidigung, Angriff. Verteidigung würde ich eher auf die Noelle packen. Das sieht doch ganz gut aus. Dürfen wir nicht runterfallen, sonst schaffen wir es nicht. Yeah, luxuriöse Truhe, wunderbar. Das war doch schon mal etwas. Wollte ich nicht mit Ember sprechen? Ah, da oben gibt es noch was. Die Frage ist, komme ich da hoch? Ja, ich glaube, ich komme da schon hoch. Gehe zum Prüfungsort. Ja, ja, das machen wir schon. Das wird knapp. Oh, komm schon, ernsthaft? Du hast dich da oben nicht festgehalten? Warum? Wieso? Hier ist wieder eine Truhe. Wunderbar. Wollte ich nicht eine Pause machen? Am Anfang gibt es hier zu viel zu entdecken. Mit zu wenig Ausdauer ist es echt nervig. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Es ist ja hier zweiter Count, von daher kann man ja mal ein bisschen rumtesten. Hier kann sie auf einmal stehen, Ember, ne? Das ist klar. Aber wenn du runterfällst, geht das nicht. Ich verstehe. Okay, okay. Hat schon seinen Grund, warum ich hier hoch wollte. Aber ich glaube, da komme ich sowieso noch mal hin. Rohes Fleisch, Animo-Siegel, minderwertiges Erz und irgendein Artefakt. Das ist schon mal ganz gut. Gucken, ob ich hier hochkomme. Aber müsste eigentlich passen. Teleportationspunkt aktiviert. Hier gibt es noch eine Truhe. Wunderbar. Supi. Super duper. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwo noch eine kleine Truhe? Nö, ne? Da hinten gibt es noch irgendwas, aber so weit sind wir noch nicht. Na gut. Da hinten hin müssen wir, ich verstehe. Aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo so eine Kacktruhe zu finden. Hier, bei den Dingen gibt es sie doch meistens. Deadass, deadass, please give me deadass. Oh, ich habe die LOL-Parodie zu häufig geguckt. Ist nicht gut für mein... sagen wir es mal so, ist nicht gut für mein Kommentariat. Super, haben wir schon etwas. Gibt es das überall? Nein, gibt es nicht. So, aber hier gibt es noch eine Truhe. Naja, die Truhen sind schon richtig nice versteckt. Aber es ist machbar.
So, auf diesen Türmen gibt's die Dinge nämlich auch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch mitnehmen, was geht. Jo, gibt's hier noch was? Nein. Hier gibt's auch nichts bei den Dingern, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Kriegen wir hin. Warum kriege ich kein Ende hin? Warte mal. Kann ich da irgendwie... Amber will, dass wir hier hinkommen. Weißt du was? Das machen wir anders. Ich gehe jetzt... Ich hole nochmal Dingsbums für die Belohnung und so ein Shit. Dann ist der Käse gegessen. Dann bin ich für heute fertig. Gibt's hier noch was? Nein, wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich... Hier gibt's noch was. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir habe, aber eigentlich ja. Ich meine, ich bin Mondstadt komplett abgegrast. Vor allem mit dem Schatzkompass ist das noch easy machbar. Dementsprechend passt das schon. Es gibt nur 1%, was ich in meinem Main-Account nicht hinkriege und ich weiß echt nicht, warum oder woher. Oder beziehungsweise eher, was ich da vergessen habe. So, renn, Chica, zum Schmied und hol den Belohnung ab. Dann geht's off. Ja, der Service, Belohnung abholen, wunderbar, dankeschön. So, Belohnung. Ja, wir sind schon fast auf Stufe 9. Das ist schon mal ganz cool. So, minderwertiges Erz machen wir natürlich. Das ist kein Problem. Das Eisenerz kannst du dafür benutzen. Dementsprechend passt das schon. So, wollen wir mal zu Amber. Obwohl ich eigentlich jetzt offline gehen wollte. Es passt schon. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Artefakte. Weißt du was, das mache ich offscreen, weil ich glaube, das interessiert euch relativ wenig, aufleveln und aufwerten und so ein Shit. Wir werden aber auf jeden Fall noch... Nein, nein, das wollte ich nicht. Och Mann, ist egal. Ich werde gucken, ich weiß, ich werde zum Abschluss vielleicht noch versuchen, ein Urgestein zu bekommen. Dass wir uns noch einen Dingsbums holen können. Einen Gebetsstein. Das Wichtigste fehlt euch noch. Pipapo, ja. Wie er dies sprach, zog der Wind auf und trug die Samen einer Pusteblume hoch hinaus. Vögel haben sich nicht getraut. Warum kann man das nicht skippen? Das ist blöd. Das ist blöd, dass man das nicht skippen kann. Klickst du aus Versehen drauf, musst dir immer diese paar Minuten angucken. Das ist nervig. Sammeln ihr Mut zusammen und sprungen. Eifrig schlugen sie mit ihren Flügeln im heulenden Wind, bis sie frei durch den Himmel flogen. Wunderbar. Ja, Windgott meinte. Wir verstehen jetzt, es war der Wind. Nein, es war Mut. Ja, komm, Alte, geh mich auf den Sack. Ich meine, der Artstyle ist schon ziemlich schön. Der gefällt mir sehr. Der hat mir auch bei Child of Light sehr gut gefallen. So, ja, wir können die Figuren leveln, aber am Anfang brauchen wir das so gut wie gar nicht. So, dann will ich mal gucken. Statue anbeten. 4 Stück. Wir haben 5. Dann können wir zumindest unsere Ausdauer schon mal ein bisschen erhöhen. Das ist schon mal ganz gut. Bis Stufe 10 gehen die Dinger. Das bedeutet, du kriegst ein Animo mehr, als du brauchst.
Das ist schon mal ganz gut. 10 Uhr gestalten. Wunderbar, das hat doch gepasst. Sternglanz, den haben wir natürlich nicht, aber wir haben ganz viel Sternstaub. 40%, 5 Stück verfügbar. Das ist eigentlich ganz cool. Komm, Marme, hau mir durch. Ah, will ich hier eher auf Waffen oder auf Figuren gehen? Und 3 Sterne, Trash. Gucken wir uns alles in Ruhe an. Drei Sterne, komm. Was haben wir hier? 3 Sterne, okay. So, will ich Waffen oder Figuren? Eigentlich brauche ich erstmal ein paar Figuren. 3 Sterne, Trash. Es müsste aber bald 4 Sterne kommen. Dann kann irgendwas nicht stimmen. Es sind nämlich mindestens mehr als 10 Gebete. Oder man darf keine Mixe machen, keine Mixeries machen. Okay, 2 Stück kann ich noch kaufen von denen. Na, 4 Sterne, okay, was kriegen wir jetzt? Ja, Xingyan, okay, das ist schon mal gut. Das ist doch ganz gut, kann man nicht meckern. So, Figuren. Ich würde meinen Squad gerne mal ein bisschen bearbeiten. Also wie gesagt, ihr könnt gerne wählen, wen wir hier benutzen. Fischl oder Ember als Bogenschütze wäre vielleicht ganz gut. Ja, Stadt-Traveler, dafür haben wir aber die Xiangyang, die ist eigentlich auch nicht... Oh yeah, rock on! Not bad. Zweihand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die wirklich so benutzen will. Weil ich habe halt keinen richtigen Zweihand, den ich ihr geben kann. Noch nicht, aber später vielleicht. Gucken wir mal. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier an Dingsbums gekriegt haben. Altes Scharfschützen, altes Scharfschützen, altes Scharfschützen. Rabenbogen, Reflexbogen. Viele Rabenbögen haben wir bekommen. Ah, Grad 5 ist Legende Max. Oh, okay, ich verstehe. Nächster Grad erhöht die Schwachstellen hinzugefügten Schaden 36%. Das ist ganz gut. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, Verfeinerung. Erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekt betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 18%. Oh, der ist vielleicht für die Ember richtig gut. Warte mal, lass mich mal altes Scharfschützen. Ja, den von Schwachstellen zugefügten Schaden um 36% Crit-Chance im Basisangriff. Elementarkunde.
Bewährt bei Feuer und Wasser erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekt betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 21%. Weißt du was? Den gebe ich der Ember. Schwachstellen zugefügten Schaden, nur Spezialangriffen. Ist eigentlich relativ Wumpe. So, dann wollen wir den nochmal verstärken. Ja, die zwei Sterne nehmen wir noch mit, komm. Super. Ja. Was machen wir denn da? Nehmen wir das mit. Ja, wunderbar. Und die Lisa. Kriegt das hier. Super. Keine Ahnung, wie gesagt, ist mir eigentlich hier in dem Account relativ egal. Dementsprechend passt das schon. So, warte mal, was haben wir denn hier? Ein heftiger Schlag wird bei weniger als 70% nicht so leicht abgewehrt. Erhöht den Schaden heftiger Schläge dabei um 30%. Ist nicht schlecht. So, weicher Schlag. Erhöht den Schleim zugefügten Schaden. The fuck, wieso? Na gut, kühle Klinge ist vielleicht auch nicht schlecht. Ach komm, drauf. Hydroverwirbelung. Aktuell erhöht den Angriff nach Auslösen der Reaktion verdampfen unter Strom, gefroren oder Hydroverwirbelung. Ist vielleicht für Dingsbums, für Windtypen ganz gut. Oder aber für. Oder für Wasser, je nachdem. Kann auch ganz nett sein. Macht aber nichts. Hydro- oder Kyro-Effekten, das ist eigentlich ganz gut, dass der die trägt. Der Xiangxiu, das ist soweit in Ordnung. Jo, kann ich nicht meckern. Das läuft ganz gut. Ja, ja, das läuft. Warte mal. Ich weiß gar nicht, auf was ich die so wirklich aufbauen will. Lebenspunkte, Crit-Schaden, Lebenspunkte und Verteidigung, Lebenspunkte. Glückspilz, warum eigentlich nicht? Die Ember noch irgendwo was. Angriff. Lebenspunkte, nein. Heilungsbonus ist eigentlich super. Hydroschadensbonus ist mir relativ. Verteidigung und Lebenspunkte. Was haben wir hier? Das passt schon. Keine Ahnung. Angriff. Ja. Wanderarzt kann sie eigentlich behalten. Ja, was haben wir denn sonst noch? Wir können Figuren natürlich hochleveln. Die Frage ist, möchte ich das aktuell? 6 von 20, 6 von 20, 4, 4. Das passt. Ansonsten hier nochmal meine Figuren. Ihr könnt entscheiden, mit was wir im Let's Play so ein bisschen spielen wollen. Das überlasse ich euch. Und dementsprechend. Ja, habe ich. Was? Moment, warte mal.
Ja, Torte für Reisende. Ein Andenken an einen besonderen Tag. Es ist ganz allein für dich, den Hellenstein. Es ist das erste Mal, dass wir diesen Tag feiern. Jede Woche haben wir eine neue Empfehlung und jeden Monat gibt es einen neuen Segen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen besonderen Tag feiern. Da sind es noch an den neuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir deinen besonderen Tag feiern, sind es noch an die 9000 Stunden. Das ist okay. Das bedeutet, wenn du am Geburtstag kriegst, einmal zerbrechliches Harz und einmal Torte für Reisende. Ich weiß nur nicht. Andenken kannst du aber nicht zerstören, kannst du nicht benutzen. Ist okay. Ist okay. Ja. Ja. Kann man eigentlich so die Schmiedebelohnung abholen. Eigentlich müsste ich mein Harz so schnell wie möglich verballern. Damit ich zumindest hier nichts vergeude. Ja, komm, ist egal. So Leute, macht's gut, war nett mit euch, haut rein, schreibt die Kommentare, was ihr davon hält. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, also dann haut rein, ciao!